Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Frisch vom Tisch. Und lieber Christoph, ich freue mich, dass du heute wieder bei mir bist. Dankeschön, liebe Julia. Ich freue mich, wieder an diesem schönen Tisch sitzen zu dürfen. Sehr schön. Ja? Wir haben wieder eine vollgepackte Folge mit 9 Spielen. 9 Stück, ich kann nicht mehr. Und wir beginnen direkt mit Inspektor Nase. Inspektor Nase erschien im NSV-Verlag, Nürnberger Spielkartenverlag von Reinhard Staupe. Ein Spiel ab 7 Jahren, 2 bis 5 Spieler und dauert circa 20 Minuten. Genau. Und manchen mag es bekannt vorkommen, wer die Reihe Similo kennt von Horrible Guild, dem wird das auch bekannt vorkommen. Es ist eine Variante davon, aber trotzdem so eigenständig, dass man da gar nicht irgendwas sagen kann, sondern das ist sehr schön gemacht. Einer ist Inspektor Nase. Man hat 25 Karten, zählt man im Vorfeld davon ab. 5 werden ausgelegt. Inspektor Nase mischt diese Karten und da sind die Zahlen 1 bis 5 drin. Drauf. Und die Karten liegen auch, von dieser Karte angefangen, wäre das die Karte 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt ziehe ich eine Karte und halte die Nummer natürlich geheim für mich, denn diese Karte musst du rausfinden. Und ich muss dir Hinweise geben, indem ich einfach jetzt blind 5 Würfel nehme und dann würfel ich die. Und auf die Lupe lege ich einen Würfel, der auf die Karte hinweist, die ich gezogen habe. Und jetzt muss ich natürlich irgendwas hinlegen. Ich sag mal, ich lege das hier hin. Und jetzt musst du dir überlegen, welche Karte kannst du ausschließen, ohne dass du meine erwischt. Also du hast mir eine Trillerpfeife hingelegt. Jetzt könnte ich überlegen, okay, hier ist so eine Parkuhr. Ein Polizist hat vielleicht eine Trillerpfeife, könnte also da mit dieser Parkuhr, wenn er Strafen vergibt, irgendwie was mit zu tun haben. Mit Wasser und Trillerpfeife, Dusche, fällt mir jetzt nicht so speziell was ein. Vielleicht noch so die Form der Trillerpfeife, dass die so ein bisschen ist wie hier die Dusche. Seife und Trillerpfeife bin ich jetzt irgendwie nicht. Hier beim Riesenrad ist vielleicht laute Musik oder sowas. Trillerpfeife macht laute Geräusche. Vielleicht. Und so eine Kasse verbinde ich jetzt auch nicht mit Trillerpfeife. Ich kann jetzt noch gucken, was du nicht genommen hast. Ja. Einer davon vielleicht eindeutig gewesen wäre, weil dann hättest du wahrscheinlich eher den genommen. Aber so richtig sehe ich da jetzt auch nichts. Die Rose würde ich vielleicht eher noch hier mit dem Riesenrad, so Jahrmarkt und so verbinden. Ja. Der Schmuller. Ja. Nee. Also ich verbinde die Trillerpfeife am wenigsten mit der Seife, deswegen glaube ich, du hast mich schon mal nicht auf die Seife hingewiesen. Wenn das stimmen sollte, und das stimmt es ja, dann nehme ich mir einen der Würfel und mache weiter. Und so geht es jetzt so lange, bis entweder 4 Karten weggeschoben werden, nur noch der richtige Gegenstand da bleibt oder bis der Gegenstand aus Versehen rausgeschoben wird, weil man glaubt, das ist er nicht, ist er dann aber doch. Die Karten, die rausgeschoben werden, die ausgeschlossen wurden, jede Karte bringt einen Punkt. Wir spielen 25 Karten durch, also 5 Runden. Maximale Punktzahl ist demnach also 20 Punkte. Und dann guckt man, dass man das nächste Mal besser ist oder nicht. Und jeder ist dann mal Inspektor Nase. Professor Nase, Herr Schlimm. Und dann macht jeder einmal den Inspektor und dann versucht man, das Ergebnis immer wieder zu übertreffen. Ja. Das ist Inspektor Nase. Und Herr Staupe hat da auch mal wieder, der hat ja letztes Jahr mit, Herr Reinhard Staupe hat ja immer schicke kleine Spiele, auch schicke größere Spiele. Aber letztes Jahr mit Wir sind die Roboter ist ja immer noch eins meiner Favoriten, was um Kinderspiele geht. Aber hier ist das auch schon wieder so. Das ist... Die Kinder brauchen, das ist ab 7, man kann es auch mit 6-Jährigen schon spielen, die kommen ganz automatisch ins Quatschen. Am Anfang scheuen die sich noch ein bisschen, sind ein bisschen zurückhaltend. Aber sobald das einmal vorgemacht wird oder sobald einmal so ein Redefluss am Tisch entsteht, diskutieren die volle Kanne mit, was die glauben, was raus muss und so weiter. Und oft ist diese Vorstellungskraft der Kinder oder die Assoziation, die Kinder plötzlich damit haben, überrascht einen total, weil man sich als Erwachsener denkt, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Das ist ja total, das ist ja eine super Argumentation von dem Kleinen. Ja, und das ist schon ganz schön geschickt gemacht. Ist schnell erklärt, wie man gesehen hat, ne?
Aber, und das ist spannend, durchweg spannend. Und ich finde auch, es macht auch durchaus mit Erwachsenen Spaß. Macht auch Spaß. Es ist kein Selbstläufer. Nein. Also wir hatten auch öfter mal schon als erstes die eigentlich gesuchte Karte aussortiert. Also ja, gerade ja auch, ne? Ja, eben auch nochmal mit dir. Ja. Das passiert auch. Und was hast du dir gedacht? Also ja, ja, wie kann man so? Ja, ist doch ganz klar, also, dass das... Genau, und das macht dann schon auch Spaß. Ich finde es ein Ticken zu lang, also... Diese 5 Runden, ich hätte es schöner gefunden, jeder ist einmal Inspektor Nase und dann aha, endet das Spiel. Es gibt natürlich so einen Highscore und ich vermute, sie haben es gemacht, damit sie nicht für jede natürlich Spieleranzahl den Highscore extra auflisten müssen. Aber das hätte jetzt auch, finde ich, wäre auch gegangen, ne? Dass man sagt, bei 2 Spielern, gut, da könnte vielleicht jeder zweimal Inspektor Nase sein, aber bei 3 Spielern dann halt, dass man 3 Runden, dann gibt es halt maximal 12 Punkte. Ja. Hätte man auch machen können. Ne? Wobei die 20 Minuten mit Kindern, das ist schon was anderes. Also das geht schon relativ flott. Es ist mit Kindern auch meistens lebhafter. Wir waren nicht unlebhaft. Wir waren, als wir das gespielt haben, nicht unlebhaft, überhaupt nicht. Ne? Aber mit Kindern geht das so schnell vorbei, weil die dann oft, je mehr die reinkommen, desto schneller fällen die Entscheidungen. Mhm. So intuitiv. Und haben dann eine ganz schnelle Assoziation damit und dann sind die sich wahnsinnig schnell oft einig, dass man sich denkt, was ist hier los? Ja, sonst wissen sie nicht, ob sie sich ein grünes oder ein rotes T-Shirt anziehen sollen, aber bei dem Spiel so, keine Ahnung was. Ja, also wirklich ein schönes Spiel, so auf der Grenze zwischen Kinderspiel und Familienspiel, würde ich sagen. Ja, aber ich lehne es eher in die Richtung Kinderspiel, was auch gut Erwachsene mitspielen können, wo die auch noch gefordert sind. Aber erstmal ist es ein Kinderspiel, weil 7-Jährige, wenn sie es können, das auch alleine spielen können. Ja. Und der Einstieg ist halt wahnsinnig einfach. Genau. Und das macht es halt eher zu einem schönen Kinderspiel, finde ich, aber für die ganze Familie. Und es hat eben auch, wie man so schön sagt, einen hohen Aufforderungscharakter. Jawohl. Weil man sieht hier die Bilder, kann schon was dazu erzählen. Die Würfel, die sind alle unique. Also es gibt nicht mehrere Male den gleichen Würfel. Da sind immer 6 unterschiedliche Sachen drauf. Mhm. Ich finde die Gegenstände, die drauf sind, gut gewählt. Sind super gewählt, weil es sind Sachen, die man kennt. Mhm. Auch, sowohl hier auf den Karten als auch auf den Würfeln. Das ist ja für Kinder auch immer ganz wichtig. Ja, natürlich. Wenn man so, das kenne ich nicht. Ja, ja. Das ist so Spiel ruckzuck uninteressant. Konzept Kids Tiere, was ja auch ein ganz tolles Spiel war von Repos, aber wo der Narwal drauf war oder eine Languste und wo ich mir dachte, ja, französische Kinder kennen das vielleicht aufgrund ihrer kulinarischen Herkunft, aber die deutschen Kinder stehen davor und denken sich, was ist das? Oder bei Similo. Ja, ne? Similo, ja, genau. Schon da anfangen, oh mein Gott, ne? Bei den historischen Persönlichkeiten, da war auch bei mir so, okay, habe ich zwar schon mal gehört oder kenne ich so grob, aber dass ich jetzt die alle verknüpfen könnte, das kriege ich so ad hoc auch nicht hin. Ja. Ne? Und hier sind es eben schöne Sachen, die man wirklich kennt. Also Seife, Dusche, Riesenrad, das hat jeder. Deswegen macht es auch Sinn, dass man die 5 Würfel oder immer am Anfang blind wählt, damit man halt nicht so gucken kann und dann immer die anderen immer pro den Würfel, den 9, immer dazu blind wählt. Das ist schon gut durchdacht. Gut durchdacht und lohnt sich auf jeden Fall. Unbedingt mal angucken. Ja. Dann machen wir mit der ersten Kategorie weiter. Juppie! Wir kommen zu unserer ersten Kategorie, die da heißt Tüftelige Welten. Und das sind 3 sehr unterschiedliche Spiele, die alle Tüfteln von uns erwarten. Die erwarten alle ein Zusammenlegen, Zusammenstecken, Zusammenmanschen von Dingen. Teilweise auch destruktiv. Und spielen alle in irgendwelchen merkwürdigen Computer-, Fantasy- oder Traumwelten. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit Cataland an. Genau. Von Nikolai Solotarev. Ja, Entschuldigung, wer auch immer, es tut mir sehr leid. Und Hobby World, aber auf Deutsch erschienen bei Funbot. Genau. Das ist für, lass mal gucken, wie viel haben sie es hier drauf? 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, 40 Minuten. Genau, und das kommt auch einfach hin. 40 Minuten finde ich hoch angesehen. Ist tatsächlich viel schneller hoch, eigentlich. Und es heißt nicht umsonst Cataland. Und man sieht schon, hier haben wir mal einen Teil der Teile aus den vergangenen aufgehoben, Partien. Denn tatsächlich wird was zerschnitten. Jeder, so sieht eine Spielkarte aus. Genau, jeder hat ein paar dieser Karten auf der Hand. Und muss dann je nach Spieleranzahl diese Karten in 3 oder 4 Teile zerteilen. Also bei 2 Spielern in 4 Teile, da kriegt dann jeder 2 von. Und bei 3 Spielern in 3 Teile, da kriegt dann jeder 1 von. Und bei 4 Spielern eben in 4 Teile, aber jeder kriegt 1. Mhm. Und es ist diese ganz typische Kuchenregel. Ich zerteile,
die Karte und die anderen dürfen zuerst aussuchen. Und daraus bauen wir uns dann einen Park zusammen mit diesen verschiedenen Wesen, die da drin sind, die alle verschiedene Eigenschaften haben. Die kann man auch hier sehr gut auf so einer Übersicht sehen. Wir haben hier zum Beispiel die Kraken. Die Kraken sind immer die ersten. Am Ende haben wir dann so einen Park, der wird dann zusammengepuzzelt praktisch. Ja, gib mal her. Ja, du kannst mal einlegen. Das Erste, was passiert, ist die Kraken. Die fressen jeweils alle Monster und alles um sie herum. Und so. Bringen aber pro gefressenem Monster noch 2 Punkte. Genau. Das nächste, was wir haben, sind die Drachen. Die hast du hier schon mal ganz schön aufgebaut. Wenn wir nämlich genau 2 Drachen in einem Gebiet haben, sind es 7 Punkte. Mhm. Aber bevor wir die 7 Punkte werten, frisst jeder Drache noch ein anderes Wesen, was im gleichen Gebiet ist. Das hier wäre zum Beispiel ein Gebiet, das Grüne hier, genau. Wäre alles ein Gebiet. Und das Schöne ist, man kann sich dann so aussuchen, was er frisst, denn manchmal möchte man auch, das, was hier, wegkommt, ja. Das, was wegkommt, manchmal ärgert man sich, dass was wegkommt, was man eigentlich gebrauchen konnte. Dafür gibt es dann noch diese Teile, die Palisaden, die bekommt man immer, wenn man einen Teil nimmt, wo eben so eine Palisade abgebildet ist. Dann kann man das nutzen, um sich eine Person zu schützen oder ein Wesen. Genau, das machen die Drachen. Die Goblins, da wollen möglichst viele Goblins in einem Gebiet sein. Bei der Schildkröte, deswegen war es ganz gut, dass die gefressen wurde, da wollen wir möglichst in unserem ganzen Park nur eine einzige Schildkröte haben. Mhm. Die bringt dann am meisten Punkte. Der Zentaur, deswegen haben wir den hier geschützt, der bringt Punkte pro grünes Feld in seinem Gebiet. Mhm. Deswegen wäre hier fatal gewesen, wenn der gefressen worden wäre. Der Gärtner, sagen wir genau. mal. Genau. Und dann gibt es noch die blöden Frösche, das wäre hier ganz ungünstig, weil die Frösche bringen Minuspunkte. Mhm. Die will man meistens der Krake hier, zum Opfer werfen. Den Kraken zum Fraß vorwerfen. Das heißt hier, der Krake hätte ja ganz zu Beginn des Spiels das alles hier gefressen. Ja. Und eigentlich auch den, wenn ist. Und dann hätte man den wahrscheinlich eher nicht gefressen, sondern gleich den hier. Genau. Also das puzzelt man dann im Laufe des Spiels. Mhm. Genau. Und so hat jeder eben seine Funktion. Und dann gibt es noch diese hier. Die kriegt man immer, wenn man einen Teil mit sowas genommen hat. Mhm. Die kann man auf 2 Arten verwenden. Zum einen kann man dadurch Gebiete teilen. Also wenn man zum Beispiel den Centaur hier auf keinen Fall fressen lassen möchte, aber sowas nicht mehr hat, könnte man sagen, das Gebiet wird in 2 Teile geteilt. Allerdings bringt dann auch nur noch 2 Punkte, weil hier nur 2 grüne Teile sind. Und das andere, was man damit machen kann, also das war jetzt als Barriere, man kann sie noch als Brücke verwenden, um 2 Gebiete oder 2 Felder zu verbinden, damit sie benachbart sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt unbedingt will, dass der Krake diese Schildkröte frisst, weil ich woanders noch eine habe, könnte ich da so eine Brücke hinlegen und dann würde der wären die beiden Felder benachbart. Oder, um jetzt noch das grüne Gebiet zu erweitern, könnte man das auch so hinlegen. Genau. Dann ist das halt für den Zentauren 2 Punkte mehr wert. Ne, dass da jetzt 2 Gärtner drin herumwurschteln, 2 Zentauren, ist egal, weil muss mindestens einer drin sein, da hilft nicht mehr. Ja. Richtig. Und das war es auch im Grunde schon. Und ich finde, das ist ein sehr elegantes Spiel, um die Kuchenregel gebaut wurde. Weil man wirklich, du kannst mal eine Karte zerschneiden, wenn du willst. Mal gucken, das Kamerakind, kannst du mal eine Schere bitte? Ah, wir haben da mal was vorbereitet. Stefan. So, ich mache das einfach mal. Es sind normale, dicke Kartonspielkarten. Mhm. Aber es ist schon, nehmen wir mal an, wir wären zu zweit. Ich müsste 4 machen. Da ist schon die erste Überlegung, was glaube ich, was der andere, was braucht der andere aufgrund seiner Auslage? Was glaube ich, was der andere übrig lassen würde, was ich dann gebrauchen könnte? Und schnallt der andere, dass ich das gebrauchen kann oder nicht? Und nimmt mir es vielleicht weg, weil er gemein ist, einfach wie ja jeder Mitspieler ist. Und dann muss man hier wirklich, bei der allerersten Karte ist so ein bisschen so ein, dass man sich denkt, nein, aber dann geht es doch eigentlich ganz gut. Ich kann mit Tarnier zum Beispiel so, dann hätte ich 1, 2 Teile und jetzt mache ich noch, kann ich auch so zerschneiden und so zerschneiden. Und dann hätte ich jetzt hier 4 Teile und zu zweit würdest du dir 1 aussuchen, dann ich, dann du, dann ich. Genau. Und so weiter. Ja. Und man zerschneidet sie und es tut dann nach der zweiten Karte gar nicht mehr so doll weh. Richtig. Ja. Und ich finde es auch vom Material wirklich schön, weil die sind hochwertig, die lassen sich gut schneiden. Ja, tatsächlich. Und es ist sogar, wenn man nicht so gut erkennt, es sind ja immer diese quadratischen Raster. Wenn
man jetzt hier nicht erkennen würde, wo das praktisch zu Ende ist. Sind immer so Mini-Steinchen so hingelegt als Schneidehilfe. Ja, super. Also wirklich auch geschickt gemacht. Und ich finde auch toll, weil das ist sonst öfter bei Spielen, wenn dann sowas gefressen wurde oder so, dass man sich das irgendwie merken muss. Und hier gibt es einfach diese Marker, dann kann man das so nacheinander abarbeiten. Man hat sogar einen Wertungsblock für jedes einzelne Monstertyp. Und man hat eine Übersicht, wo auch wirklich alles genau draufsteht. Richtig. Und damit brauchst du du musst es einmal spielen, dann reicht dir das vollkommen. Das finde ich total so. Auf sowas stehe ich ja wahnsinnig. Es ist auch so, dass eigentlich schon nach der ersten Partie, spätestens nach der zweiten, hat man raus, was die können. Ungefähr. Weil das die sind super. Nicht so kompliziert. Ne? Der Krake frisst außen rum, der Zentaur will halt die Wiese haben. Also das kann man sich wirklich gut merken. Man vielleicht manchmal noch, wie viele Punkte bringt jetzt nochmal, wenn man genau zwei Drachen da drin hat. Genau, oder so. Aber steht ja alles drauf. Richtig, das steht dann da drauf. Und deswegen ist das richtig von der Umsetzung her schön gelungen. Ich finde es auch vom Spielspaß her wirklich cool gemacht. Ja. Sie haben sogar zum Thema Nachhaltigkeit auch eine Regel drin, dass man, wenn man praktisch alle Karten zerschnitten hat, das ist jetzt ungefähr noch die Hälfte, würde ich sagen. Da waren zwei dicke Haufen drin, also man kann es schon einige Male spielen. Man kann dann die Teile aufheben und die in einen Sack tun und dann so spielen, dass man praktisch die dann blind rauszieht. Wenn man sagt, man möchte das danach noch weiterspielen. Es gibt natürlich auch Ersatzblöcke zu kaufen. Natürlich, ja. Und ich glaube sogar auch jetzt schon Ersatzblöcke mit neuen Monstern, sodass man da nochmal Abwechslung hat. Das macht ja Sinn. Genau, es ist von der Abwechslung selbst her natürlich, ich meine, die beiden Stapel an Karten werden identisch. Aber man merkt sich das sowieso nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Karte, die hatten wir doch schon mal. Da war doch, weiß ich doch, die Palisade da, der rote Drache da. Das doch. Nein, also so ist es nicht. Natürlich gibt es immer die gleichen Sachen, worauf man achtet. Und irgendwie werden die Parks dann immer so nach einer Weile relativ ähnlich vom Aufbau her. Aber dadurch, dass man diese Kuchenregel hat, ist es dann doch immer wieder spannend, wer es dann doch besser hingekriegt hat. Vor allen Dingen, weil man diese Palisaden-Brücken überhaupt nicht unterschätzen darf. Ja. Die Möglichkeit, sowas abzutrennen, dass das nicht mehr in diesem Bereich fällt oder Sachen zu verbinden, dass das doch in diesem Bereich fällt, das ist so eine einfache Regel. Aber mit dieser eigenen Zusammenstellung des Parks hast du da plötzlich so viele Möglichkeiten, ungeliebte Monster wegzubekommen oder geliebte Monster wie deine einzige Schildkröte doch noch zu schützen irgendwie. Denn das sind 10 Punkte, wenn man nur eine Schildkröte in seinem Park hat und so weiter. Und dann auch das Schützen durch die Palisaden von gewissen Tieren. Also ja, ist total einfach zu vermitteln. Es spielt sich ganz anders in den unterschiedlichen Spieleranzahlen. Ja. Also aufgrund von Corona konnte ich leider maximal zu dritt spielen, aber allein schon zu zweit und zu dritt spielt sich unterschiedlich, weil man ja zu zweit darf man zweimal nehmen. Das heißt, wenn man was in 4 Teile teilt und da 2 dabei sind, die man gut gebrauchen kann, weiß man, 1 davon kriegt man auf jeden Fall. Und das zweite muss man halt dann irgendwie nehmen, was übrig bleibt. Ja. Während wenn man jetzt bei zu dritt spielt, dann schneidet man das ja in 3 Teile. Zum einen finde ich da ganz unterschiedlich. Ja, das ist ein großer Unterschied. Die Teile werden größer. Das darf man nicht unterschätzen. Dadurch ist das Puzzeln ein bisschen schwieriger. Weil wenn man es in 4 Teile teilt, dann sind es oft 2 oder 3 Quadrate. Ja. Die kann man man darf beliebig drehen und wenden. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das geht dann ganz gut zu puzzeln. Wenn man aber größere Teile hat, so wie das jetzt hier genau zum Beispiel, und man hatte da so eine Einerlücke irgendwie gelassen, dass er zum Beispiel das hier schon angelegt hätte, dann geht es auf einmal nicht mehr. Ja. Und einfach weil die Teile größer sind, ist es dann auch, kann es nicht mehr einfach gedreht und gespiegelt werden und passt dann praktisch in beide Richtungen. Sondern man muss dann schon mehr gucken, da ist auch mehr drauf. Ja. Spielt sich also zu dritt nochmal ganz anders und man bekommt ja nur einen Teil von seiner eigenen Karte. Das heißt, man muss dann nochmal viel besser aufpassen, dass man es so schneidet, dass man auf jeden Fall mit allen 3 was anfangen kann. Meistens hat man schon so eine Ahnung, was wohl übrig bleiben wird,
Weil oft ist ein Teil ein bisschen unattraktiver. Ja. Und da gilt es eben so zu schneiden, dass es möglichst nicht passiert. Das ist, das ist hier halt, die Kunst. Ne? Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht so gut. Und das finde ich auch hier das Spannende an dem Spiel. Und deswegen war ich wirklich positiv überrascht. Wenn man mit Julia Zerlik spielt, bleibt meistens nicht das übrig, was man gerne hätte, sondern die nimmt anders vorher weg. Ich sag's nur. Ja? Ich sag's nur. War nicht aber so schön. Gar nicht mit Absicht. Nein, aber trotzdem. Schön war es nicht. Ja, aber dabei das hat mich. Hattet ihr heimlich geübt. Mann. Das stimmt, wir hatten zu zweit und da habe ich deinen Mann mal ganz schön abgesemmelt. Aber, und danach ich euch. Also das hat nichts gebracht, heimlich zu üben. Ja. Also ich finde es super. Ja. Das lege ich mir auf jeden Fall zu, weil das so ungewöhnlich ist, dass ich damit ganz viele Leute an den Spieletisch locken kann, auch meine Spiele-Neulinge bei mir im Haus. Super. Also das. Das Zerschneiden, Machen und so weiter, das war was Neues. Ja. Es gibt von Renegade Games Clipcut Park, was aber durch gewisse Zollschwierigkeiten, als es noch die Messe in Essen, als es die letzte Präsenzmesse noch vor der Pandemie gab, da hat Renegade so ein Pech gehabt, dass die, das war eins der Neuheiten und die konnten das nicht, die kriegten das nicht aus dem Zoll raus. Mhm. Und deswegen sprach darüber keiner richtig in Essen, weil das nicht erhältlich war. Aber das funktioniert, das möchte ich unbedingt als Vergleich spielen, weil man da auch seinen einen normalen Stadtpark zusammenschneidet, zerschneidet und puzzelt. Ist es dann auch auf Deutsch? Also ich weiß gar nicht genau. Nee, das war nicht auf Deutsch. Nee. Ja. Bis jetzt noch nicht. Aber das, da wäre ich mal gespannt. Das hätte ich mal gerne, glaube ich. So, danach haben wir Sagani. Wir gehen in ein Land voller Elementargeister, magischer Wesen. Und in ein Land ersonnen von Uwe Rosenberg, erschien bei Skellig Games. Und das ist ab 8 Jahren, 1 bis 4 Spieler, ungefähr eine Dreiviertelstunde braucht man dafür. Das kommt auch hin. Das kommt auch ungefähr hin. Und wenn man anfängt damit, das zu erklären, werden einige Leute schon sagen, okay, ich doch. Kommt mir alles ja bekannt vor. Und jawohl, ist es auch. Es ist eine Variante seines eigenen Spiels und Kors von Morsel. Jetzt habe ich den Vornamen, glaube ich, falsch gesagt. Bitte. Corné von Mossel. Und zwar Nova Luna, das letztes Jahr zum Spiel des Jahres nominiert war. Ja. Und es ist ungefähr auch dieses Prinzip. Wir machen uns eine Plättchenauslage und zum Beispiel, jetzt geht es hier nur um Elementargeister. Es gibt immer eine Auslage von 5 Plättchen. 2, 4, 5. So, zack, 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 zack. Und wenn ich jetzt mir, wenn ich dran bin, nehme ich mir so ein Plättchen. Komm, mach mal ein bisschen Abwechslung. So. Wir tun mal so, weil es gibt natürlich mehr als 2. So, und dann haben wir noch 6. Guck mal, jetzt kommen die ganzen Einfachen. Jetzt kommen die ganzen Einfachen. Da sagen wir gleich noch was zu. So, da waren so, wir haben irgendwo noch einen 10er. Da ist ein 10er zum Beispiel. So, da haben wir 3. Haben wir so. Also es gibt die von den Werten 1, 3, 6 und 10. Und diese 4 und die Farben, 4 Farben. So, das heißt, wenn ich dran bin, ich nehme mir ein Plättchen und dann nehme ich mir meinetwegen dieses Plättchen hier, kann das ausrichten, wie ich will und würde mir jetzt, weil hier es sind 3 Aufgaben, die dieses Plättchen erfüllen muss, ich muss 3 Elemente einfangen in die Flasche, damit der Geist rauskommt quasi, damit ich das werten kann. So, dann würde ich mir also hier in die Mitte diese 3 Aufgabenchips legen, dann ist der nächste dran, dann bin ich wieder dran und dann würde ich mir ein Plättchen nehmen, nämlich das hier zum Beispiel. Mhm. So, da würde ich jetzt schon mal, müsste ich hier 1, 2, 3, 4 von meinen Steinchen drauf tun. Ja. Das sind übrigens nicht alle, ich habe mal nur ein paar rausgeholt. Achso, ja gut. Aber ich kann auch mal zeigen, wie viele es dann eigentlich sind. So, da sind noch ein paar bei. Ja. 3 waren noch. Ach, 3, da so viel mehr auch nicht. Das heißt, hier zeigt das grüne Blatt auf ein grünes Plättchen. Hier zeigt der blaue Tropfen auf ein blaues Plättchen. Also dürfte ich diese Aufgaben abdecken. Und wie man sich schon denken kann, wenn alle Aufgaben auf einer Karte abgedeckt sind, kriegt man diese Chipsos wieder. Der Geist wird umgedreht, so viele Punkte kriegt man und diese Karte zählt fortan auch weiter als blaue Karte oder als grüne Karte, wenn ich das gemacht habe. Und das ist wie bei Nova Luna, dass man sich erstmal dran erinnern muss, dass das, was für den Auftrag triggert, nicht die entgegengesetzte Flamme in dem Fall ist, sondern die Hintergrundfarbe. Die Hintergrundfarbe. Das war bei Nova Luna auch so. Was zum Beispiel ja auch, wenn ich das jetzt mal so mache, dann wäre ja so zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier anlegen würde, so, hier kämen 1, 2 Steine drauf, dann wäre sowohl, das geht auf unterschiedliche Reichweite, das hier, die Aufgabe wäre erfüllt, weil der auf ein orangenes zeigt und die wäre auch erfüllt, weil das hier auf ein grünes zeigt. So, und das geht so lange, bis einer 60 Punkte hat.
Je nach, ja. Es ändert sich von Spieleranzahl. Ach so, genau, stimmt. Weil zu zweit sind es 75, zu viert sind es 45, zu dritt sind es 60. Und dann, dann hat der gewonnen, der das am besten anlegen konnte, sagen wir mal vorsichtig. Oder auch der einfach auch eine gute Auslage vor sich hatte. Genau. Es gibt noch so ein paar Feinheiten. Und zwar, wenn nur noch eins da ist, das war ja bei Nova Luna auch so, dann durfte man schon neu auffüllen. Hier ist es nicht neu auffüllen, sondern man muss sich entscheiden, ob man das letzte Plättchen nehmen will. Oder man kann das alternativ auch da oben hinlegen und muss dann das oberste vom Nachziehstapel nehmen und bei sich anlegen. Da weiß man halt, also die Punktzahl gibt immer an, wie viele Steine man da verbauen muss. Das ist immer, ein Stein ist ein Punkt wert, zwei sind drei Punkte, drei sind sechs Punkte und vier sind zehn Punkte. Mhm. Das ist auf allen Plättchen gleich. Und man weiß dann halt auch schon, welche Farbe es ist. Mhm. Also jetzt wüsste ich hier drei Aufgaben. Und drei Flammen und, drauf. Ein rotes Plättchen. Ja. Also im Grunde genau das, was auch hier liegt. Ich wüsste halt nicht, welche Anordnung da ist. Und dann sehen wir, es wären zwar auch drei, sogar die gleichen drei, aber eben in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Und genau, wenn ich eben das letzte nicht genommen habe, dann muss ich das oberste nehmen und dann wird automatisch für den nächsten Spieler wieder auf fünf aufgefüllt. Wenn jetzt irgendwann da oben das voll ist, dann gibt es noch so eine kleine, einen kleinen Break. Dann darf nämlich der Spieler, der im Moment hinten liegt, zuerst sich nochmal eins von denen aussuchen, wenn er möchte. Danach der am zweitweitesten hinten liegende und so weiter. Ja. Und so kriegt man nochmal ein extra Plättchen, was man vielleicht gut gebrauchen kann oder auch nicht. Ja. Wenn keiner was genommen hat, wird das nochmal alles abgelegt und dann geht es praktisch ganz normal mit dem Spiel weiter. Mhm. Also ist nochmal eine Möglichkeit für den Hintenliegenden, eigentlich so ein bisschen aufzuholen, indem man als erstes hier was kriegt. Allerdings muss man bedenken, dass hier ganz oft, also dass da mal eine Eins liegt, das also passiert eigentlich nicht. Selten. Es liegen fast ausschließlich Zehner da oben, mal auch eine Sechs, weil das sind ja die, die vorher ausgeschlossen wurden. Von daher war bei uns das so, dass nicht so häufig das irgendwie wirklich ein Aufholen bedeutet hat. Manchmal hat man es genommen, wenn es gerade gut reinpasste und manchmal nicht. Hatte jetzt aber nichts mit dem letzten, also mit dem hinten liegenden Spieler zu tun. Genau. Und eine wichtige Regel, auch die du schon so ein bisschen angedeutet hast, ist, es kann ja mal passieren, dass man keine Steine mehr hat. Ja, ja, da wäre ich jetzt noch zugekommen, allerdings. Ja, du darfst gerne erklären. Oh mein Gott. Ja, irgendwann sind die natürlich alle gebunden. Und wenn man seine Karten nicht, wenn man die nicht erfüllt, die Aufgaben, dann bleiben die so lange darauf, bis die erfüllt werden. Wenn das jetzt zu häufig passiert, dass man eine Karte nicht erfüllt, dann kommt man irgendwann in die Bredouille, sich eine Karte nehmen zu müssen. Meinetwegen, ich habe nur noch zwei Steine in meinem Vorrat, habe jetzt nur noch die Auswahl zwischen einer Sechser und einer Zehner Karte, nehme mir dann zähneknirschend diese Karte hier und muss da jetzt drei, weil drei Aufgaben drauf sind, Steine drauf, habe aber nur noch zwei. Also lege ich die beiden drauf und muss mir dann einen roten Stein nehmen und das kostet mich pro rotem Stein zwei Siegpunkte. Mit dem ich auch durchaus unter Null wandern kann, wofür dann diese Chipsos hier sind, dass man das damit... So, dann liegt hier ein Roter, der jetzt in allen Belangen wie ein Stein von mir zählt. Und damit könnte ich dann, da hätte ich jetzt den zum Beispiel schon mal erfüllt, den hätte ich erfüllt. Das wäre dann jetzt vielleicht noch okay, hier einen Grün hinzubekommen, ist nicht so schwer. Aber es kann natürlich sein, jetzt habe ich ja wieder keinen Chip. Wenn ich jetzt mit dem nächsten Mal wieder ein Plättchen nehmen muss und ich kann das nicht sofort erfüllen, wenn ich das erfüllen könnte mit einer anderen Karte... Dann kann ich die Chips, die ich da runternehme, zum Befüllen der neuen Karte benutzen. Aber wenn ich das nicht könnte und es ist wieder nur eine 6er oder eine 10er Karte übrig, muss ich drei oder vier rote Chips nehmen, pro Chip minus zwei Punkte. Und ich habe das ja, das ist ja alles ein Ersteindruck, den ich habe, weil ich es ja das erste Mal mit euch gespielt habe. Ich hatte aber irgendwann alle roten Chips. Hatte ich. Und da konnte ich noch nicht mal was für, weil es irgendwann nur noch für mich, immer wenn ich dran war, war die Möglichkeit für mich da, mir einen Sechser oder einen Zehner zu nehmen. Und dann waren die Sechser noch nicht mal so attraktiv wie die Zehner. Die waren, da hatte ich eher die Hoffnung, ich krieg's mal voll. Und ab einem gewissen Punkt denkt man sich dann, warum spiele ich überhaupt noch mit? Also das war für mich bei Nova Luna, da hatte ich bei Nova Luna auch meine Schwierigkeiten, dass man, wenn eine bestimmte Farbe nicht kommt, gewisse Plättchen nicht kommen und man hat sich noch nicht mal bewusst darauf entschieden, sondern das ist einfach dann im Laufe der Partie hat sich die Auslage so entwickelt, aber es kommt eine bestimmte Farbe nicht oder die Mitspieler schnappen einem die weg, dann verreckt man da mit seinen Plättchen, man kriegt nichts mehr hin. Und das Gefühl hatte ich heute auch, es war extrem ungünstig für mich.
Und ich hatte, es war mir völlig klar, ab der Mitte des Spiels, das kann ich gar nicht mehr aufholen. Ja. So. Und das war jetzt bei dir extrem, dass wirklich die Roten auch leer gingen. Dazu wussten wir nicht mal, was wir tun sollen, wenn die leer waren. Und ich hätte ja noch welche nehmen müssen. Genau. aber tatsächlich, ich habe es ja schon deutlich häufiger gespielt wie einmal. Ja. Und es waren bestimmt über die Hälfte der Partien, wo jemand rote Steine nehmen musste, dann aber meistens, ich glaube, maximal 3 oder 4. Ja. Aber das kam schon häufig vor. Mhm. Und wenn es mal so war, dass man nicht rote Steine, also dass keiner rote Steine nehmen musste, dann war aber trotzdem immer mal eine Knappheit da. Mhm. Also, dass man eine Partie hinbekommt, wo das Steinbalancing, sage ich mal, gut ist, das ist ganz, ganz schwierig. Dann muss es schon gut passen. Und man muss auch mal Glück haben, dass ein Plättchen zum Beispiel hingelegt wird, was man instant erfüllen kann und mit dem man zusätzlich noch ein anderes fertig macht. Ja. Sodass man praktisch mit einem Plus daraus geht. Ja, das wäre natürlich spitze. Ja, oder dass man kommt und hier so ein Einserplättchen hat und ein Zehner fertig macht, wo nur noch der Weiße fehlt. Ja. Ja, und der dann auch gleich miterfüllt ist, dann hat man 11 Punkte gemacht und kriegt eben von dem Zehner alle 4 wieder zurück und hier praktisch diesen einen auch direkt wieder zurück. Sowas braucht man dann, um wieder ins Spiel zu kommen. Und es ist hier wirklich, und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, auch, wo ich dachte, ich kann nicht so richtig was dafür, dass man wirklich in so eine Abwärtsspirale gerät und dann da rumkrebst mit den Roten und den eigentlich gar nicht mehr so spielen kann, ich möchte das jetzt erfüllen, sondern nur noch spielen kann, wo kriege ich den wenigsten Schaden, wo kriege ich die wenigsten Punkte abgezogen. Das und ist es. Ab dem Moment macht das Spiel auch weniger Spaß, weil am Anfang ist es schon so ein Nova-Luna-Gefühl, das ist cool, es macht Spaß zu puzzeln, sich zu überlegen, okay, wenn ich hier den oder, ach, guck mal, jetzt brauche ich hier noch einen grünen, dann habe ich hier 3 Aufträge erfüllt, das habe ich mir gut zusammengebaut. Aber dann ab dem Moment, wo man praktisch immer nur noch rumkrebst und sagt, hier, ich muss Steine zurückbekommen, ich muss haushalten, dann brauche ich dringend grün, dann kommt kein grün. Das ist schon wirklich auch manchmal dann das ein bisschen deprimierend sich anfühlen. Ist auch. Bei Nova Luna sagtest du ja schon, es kann auch passieren, aber nicht in dem Maße, weil du nicht bestraft wirst. Ja. Hier wirst du bestraft, du kriegst Minuspunkte. Und ich finde Minuspunkte in so einem Spiel, wo es eigentlich darum geht, möglichst viele Punkte zu machen, was jetzt nicht so ein fieses Kartenspiel oder so, da ist es was anderes, aber in so einem eher strategischen Spiel, Minuspunkte zu bekommen, fühlt sich immer nicht gut an. Ja. Und bei Nova Luna hattest du ja immer dieses... Also da war es gut, seine Steine abzulegen, weil man wollte alle loswerden. Und das war ein positives Gefühl. Ja. Ach, ich habe es erfüllt, ich darf meinen Stein drauflegen. Ja, ja. Okay, dann hatte man vielleicht 5 Steine weniger bisher abgegeben wie die anderen. Mhm. Aber dann, immerhin, ich darf jetzt wieder einen erfüllen. Ja. Und hier ist es, ich muss Steine zurückkriegen. Ich muss Steine, ach, Mist, jetzt habe ich wieder 2 Minuspunkte gekriegt. Ah, ich muss wieder Steine. Ach, welches bringt mir macht mir den wenigsten Schaden? So ist das Spiel ja, glaube ich, eigentlich gar nicht gedacht. Aber in wirklich vielen Partien kam dieses Gefühl dann auch. Man hat viel mehr Druck. Bei Sagani ist viel, viel mehr Druck, seine Auslage zu optimieren, damit der Steinfluss, der Nachschub nicht ausgeht. Bei Nova Luna war es in dem Sinne egal. Und da war es dann auch, da ist Nova Luna fluffiger, weil es ein ohne schlechtes Gefühl hinterlässt, höchstens mit dem genervten Gefühl, nicht das bekommen zu haben, was man gerne gehabt hätte, weil die Gegner immer so doof waren, einem das wegzunehmen. Aber hier kommt es dann auch dann doppelt dick. Und das war schon vorhin, für mich war das eine wahnsinnig nervtötende Partie, weil ich mir dachte, egal was ich machen will, jetzt sind nur 6er und 10er da, ich kriege das unter Umständen vielleicht gedeckelt, aber allein offensichtlich gibt es in der Regel das nicht, das, was passiert, wenn alle roten Steine weg sind. So, kann ich dann nichts mehr nehmen? Rechnet damit niemand, dass das passieren kann? Denn ich kann bestätigen, das kann passieren. Ja, und dann noch eine ganz andere Sache bei Nova Luna. Wir reden jetzt viel über Nova Luna, aber es liegt ja nahe, das zu vergleichen. Bei Nova Luna geht es immer um die 4 angrenzenden Plättchen, beziehungsweise dann auch um gleiche Farben angrenzen. Ja. Hier geht es ja auch, das hast du ja schön erklärt, über mehrere Plättchen hinweg. Und es gibt eben auch die Diagonalen. Und da ist es oft ganz schwierig, dass man, wenn man jetzt da so einen riesen Wust an Plättchen schon liegen hat, und sich dann diese Diagonalen vorzustellen. Also wenn ich jetzt hier irgendwie
so schon einiges gebaut habe, ne, und dann kriege ich jetzt dieses Plättchen, dann dauert es eben auch viel länger, weil man muss dieses Plättchen einmal nehmen und anlegen. Man darf es ja auch beliebig drehen. Ja. Und jetzt zu gucken, okay, ich habe ja eigentlich viel Weiß und auch ein bisschen Blau. Wie, ach, guck mal, das wird jetzt zufällig hier gut reinpassen, dann ich hätte da schon was. Ne? Dann oft muss man dann nochmal anlegen oder hier, wie kriege ich das jetzt am besten? Mhm. Dadurch ist es auch nicht so schön fluffig wie Nova Luna von der Auswahl, weil eben allein dieses Vorstellen, wenn ich den jetzt da hinlege, ja, dann das Grüne ist ja erfüllt, das Weiß auch beim Blauen, dann muss ich jetzt hier, da müsste das hin, jetzt wäre es erfüllt. Aber wenn da jetzt schon einer liegt, dann müsste ich ja, um das zu erfüllen, hierher, ach, da muss ich erst da eins hinlegen, dann da. Aber da muss ja auch noch das Grüne und eigentlich auch noch ein Weißes passen, also so überhaupt nicht. Okay, suche ich mir nochmal einen neuen Platz. Ach, hier ist es mit dem Blauen, ach, von hier geht es, fehlt mir dann Grün. Ah ja, okay, das würde gehen, ah, da soll aber auch noch ein Weiß sein. Also dieses, es ist dadurch, dass es über das direkt angrenzend hinausgeht, auch für die Hirnleistung, viel schwieriger. Die Übersichtlichkeit. Übersichtlichkeit auch, genau. Man vertut sich irgendwann vielleicht auch und denkt sich, ach ja, nehme ich das, zack, zack, und denke, ach nein, da habe ich eben diese Treppe vergessen, dass das diagonal zählt, ja. Also ist schon ein bisschen... Aufmachung ist darüber hinaus aber ganz toll. Auf jeden Fall. So, Aufmachung die, super. Auch so wie die, die sind schön auf der knuffig, Rückseite die gestaltet Dinger. Sind. Das finde ich auch klasse. Also am Material gibt es da gar nichts zu meckern. Aber man hat halt eben eher immer dieses negatives Feeling, was so hinterlassen wird, wie das Positive. Und das ist ein bisschen schade, weil ansonsten... Finde ich es gar nicht schlecht eigentlich, aber wenn man in diese Abwärtsspirale gerät, kommt man halt da nicht mehr. Und da war raus. Ich drin und das war keine Freude. Nee. Und dann, hast mir auch ein bisschen leid getan. Ich weiß, zu Recht. So, da ist noch das da. So, jetzt wollen wir ein bisschen träumen. Genau, Dream Runners von Board Game Box von... Joan Dufour. Genau. Ist ein relativ schnelles Spiel, auch ein bisschen auf Zeit, dauert etwa 30 Minuten, das kommt auch hin. 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Ja. Und sagte ich schon, bei Boardgamebox erschienen. Ja. Genau. Und was wir jetzt machen, das ist auch eine Art Puzzlespiel, aber auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Und zwar du kannst mir immer das unterste geben. Das da? Ja. So. Hat jeder am Anfang ein paar Startplättchen. Und diese Startplättchen ergeben, wenn man sie zusammenpuzzelt, genau ein 3x3 Raster. Und darum geht es auch hier. Wir bauen im Grunde in jeder Runde ein 3x3 Raster. Es gibt hier Karten in 4 Schwierigkeitsstufen und wir beginnen immer mit Stufe 1 und arbeiten uns dann nach Stufe 2, nach Stufe 3, nach Stufe 4. Und in jeder Partie gibt es halt dann werden einige Karten rausgenommen und da so ein Stapel gebildet und wir spielen einmal diesen Stapel durch. Ich weiß gar nicht, ob es immer 2 sind. Habe es jetzt gerade nicht auswendig im Kopf. Eine bestimmte Anzahl von Karten. Genau, ich meine immer von jeder Stufe 2. Ja. So dass wir auch Abwechslung haben und man nichts auswendig wissen muss. Und dann läuft es so: eine Karte wird aufgedeckt und alle fangen an zu puzzeln. Und auf den Karten sind verschiedene Dinge drauf. Es sind immer Monster drauf. Die Monster, die wollen wir jetzt in unserem Puzzle. Und zwar jeder puzzelt so von einer Seite. Also wenn ich jetzt puzzeln würde, wäre jetzt praktisch dieses Feld würde dem entsprechen, diesen dem. Und so weiter. Und bei dir ist es dann so, eben... So, das hier wäre quasi das untere von meinem und so weiter. So, dass es halt passt. Also man muss nicht umdenken. Ja. Und bei den Monstern, die wollen wir möglichst einfangen mit unserer Hand. Ja. Damit die uns nicht negativ schaden. Und mit diesem Säckchen praktisch sammeln wir das ein, was auf dem entsprechenden Feld abgebildet ist. Mhm. Eins haben wir sogar, das ist mal 2. Also das gibt uns den Bonus doppelt. Und jetzt puzzeln wir und jetzt wäre natürlich, wenn ich das in einem 3x3 Raster puzzle, merkt man schon, mit meinen Startteilen komme ich nicht weit. Ich muss auf einen Monster verzichten, denn ich habe nur 2 und eins davon ist auf so einem Teil, wo es in der Mitte ist und da komme ich ja gar nicht hin.
Jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder ich puzzle ein bisschen außerhalb des 3x3-Rasters, ja, so wie du dich jetzt auch entschieden hast. Oder ich sage halt, okay, ich habe halt das Monster nicht besiegt. Aber auf jeden Fall muss ich mich irgendwie entscheiden. Und wer zuerst fertig ist mit Puzzeln, nimmt sich die Sanduhr, dreht sie um, stellt sie da rein. Und ab dann haben alle anderen, das kennt man von anderen Spielen, nur noch einmal die Sanduhr. Die läuft auch nicht so lange. Ich weiß nicht, eine halbe Minute würde ich jetzt mal schätzen. Läuft die runter. Und so lange dürfen die anderen weiter puzzeln. Und sobald die durchgelaufen ist, muss jeder so lassen, wie er es hat. Und dann wird ausgewertet. Erstmal positiv, wer am schnellsten fertig war, kriegt eine Münze. Mhm. Und jetzt würde bei mir geguckt werden, also dieses Monster habe ich besiegt. Aber sagen wir mal, ich hätte so gepuzzelt, um mal zu zeigen, was passiert, wenn man Monster nicht besiegt. Dieses Monster habe ich jetzt entsprechend nicht besiegt. Da sind so zwei traurige Augen, so zwei schlafende Augen. Ja. Da müsste ich hier mit meinem Marker zwei Schritte runtergehen. Und natürlich ist am Spielende, je weiter oben ich bin, desto mehr Punkte habe ich. Sollte ich tatsächlich zu einem Zeitpunkt ganz hier unten hinkommen, scheide ich aus. Mhm. Das ist aber nicht so gewollt von dem Spiel. Also ist jetzt nicht typisch, dass man ausscheidet. Mhm. Bei uns in einer Partie kam das mal vor, da hat jemand mal was ausprobiert. Und das ging halt irgendwie nicht gut, dadurch ist er ausgeschieden. Aber im Normalfall ist es so, dass alle bis zum Ende durchspielen. Ja. Und wenn einer wirklich, man startet schon hier oben, also man muss sehr viele Punkte verlieren, das ist, wenn überhaupt, dann auch zum Spielende hin. Mhm. Also es ist jetzt kein Player-Elimination-Spiel. Genau, und jetzt würde ich noch einsammeln. Hier sehe ich zweimal dieses Feld. Da würde ich jetzt zwei von diesen orangen Runen bekommen. Die gibt es hier in Form von Plättchen. Da gibt es insgesamt 4 Stück von diesen Runen. Und ich habe hier auch so eine Ablage, wo ich die schön drauflegen kann. Wenn ich ein Set von allen 4 habe, dann kann ich die abgeben. Und dann, genau, Dankeschön, darf ich hier hochgehen. Und auch am Spielende eben, wenn je mehr Sets ich hatte, desto mehr Punkte ist es wert. Und das sind eigentlich meine beiden Hauptaspekte, wie ich Punkte mache. Nämlich eben diese Leiste erklimme und indem ich diese Leiste erklimme. Einen letzten Punkt gibt es noch, wie man Punkte macht, nämlich die Teile. Man darf dann am Ende der Runde, komme ich gleich zu, noch Teile kaufen. Und die bringen auch manchmal noch Punkte mit sich. Dieses hier zum Beispiel einen Punkt. Und das sind auch schon alle Punkte, die man irgendwie machen kann. Genau, und jetzt geht es darum, wer das am besten macht. Die ersten Teile sind natürlich einfach. Hier sieht man noch, hier gibt es noch so einen Schlüssel. Und hier gibt es sowas. Mhm. Um so ein Ei aufschließen zu können, brauche ich einen Schlüssel. Das heißt, in dem Fall hätte ich das jetzt so gespielt, dass ich praktisch das gemacht hätte. Wäre zwar jetzt von dem Monster nicht so schlau gewesen, aber egal. Ja, dann würde ich jetzt hier den Schlüssel bekommen und den gleich hier einsetzen, um so ein Ei zu knacken. Da gibt es auch 3 verschiedene Arten von Eiern. Und das oberste würde dann geknackt werden und dann sehe ich, was ich bekomme. In dem Fall 4 Münzen und ich dürfte hier einen Schritt nach oben gehen. Aber du hast es mal 2 gemacht. Ich habe es mal 2 gemacht, deswegen, genau, 8 gut Münzen. Aufgepasst. 8 Münzen und 2 Schritte nach oben. So kriege ich ist doppelt. Es. Und wenn mehrere Leute dieses Ei aufgeschlossen haben, würden alle das bekommen. Also da nimmt man sich erstmal nichts mit. Auf den späteren Teilen, ich zeige mal eins der Kategorie 4. Ja. Da sieht das schon ganz anders aus, denn am Ende jeder Runde habe ich die Möglichkeit, mir für 4 Münzen ein neues Teil zu kaufen. Mhm. Und die neuen Teile, man hat immer von jeder Sorte Teil das oberste zur Auswahl. Das sieht man ja hier. Und man sieht aber auch zum Beispiel später, hier brauche ich viel mehr Hände, weil es gibt viel mehr Monster. Also lohnt es sich mal, neue Hände zu besorgen. Oder hier gibt es noch was, hat man am Anfang gar nicht. Da kann ich sowohl ein Monster besiegen als auch einsammeln. Das wäre zum Beispiel für so ein Feld gut, wo ich eben hier 2 verschiedene Sachen auf den Feldern habe. Es gibt auch irgendwann Monster, die kosten nicht mehr einfach nur geschlossene Augen, sondern die kosten einem diese Teile, dass man einen Teil abgeben muss. Oder noch schlimmer, die Krake gibt einen Minuspunkt für jedes grüne Säckchen, was man gelegt hat, die ja wichtig sind, um überhaupt Schlüssel und diese Runensteine und Münzen zu bekommen. Genau. Und wenn man dann neue Teile hat, ist nicht so, dass man andere aussortieren muss, sondern man hat alle zur Verfügung und kann dann wieder gucken in jeder Runde, welche brauche oder welche nutze ich jetzt am besten, um mein 3x3-Raster zu legen. Und man darf ja eben auch Lücken lassen oder überbauen. Das habe ich noch gar nicht zu Ende erklärt. Wenn man das nicht passend hat, so wie ich hier zum Beispiel jetzt gerade, genau, dann muss man für jede Lücke,
die man hat und für jedes Teil, was übersteht, jeweils einen Schritt runtergehen. Ja, also zwei wären das schon mal hier bei mir. Genau. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel einer, weil ich einen überstehen hatte. Aber unter Umständen ist das natürlich besser, ja, weil man dadurch so ein Monster noch zusätzlich besiegt hat, wo man sonst hätte vier runtergehen müssen. Also das ist ganz cool, dass man halt im Laufe des Spiels mehr Teile bekommt. Man kann dann gucken, will ich lieber größere, damit ich schneller puzzeln kann zum Beispiel, oder lieber kleinere, damit ich ein bisschen flexibler bin. Die Lücken oder füllen kann, was genau, weiß ich. Genau, sich eben eine gute, so einen guten Mix zu erarbeiten ist gut. Und die bringen eben Punkte teilweise oder auch mal eine Münze mit. Wenn man so kauft. Genau. Und einen Teil pro Runde darf man kaufen. Oder nicht nur alternativ, sondern zusätzlich kann man immer noch für drei Münzen Schritte hochgehen. So also oft, wie man will. So oft, wie man will. Das heißt, wenn man ganz am Spielende noch genug Münzen übrig hat, kann man da einfach sagen, jetzt gebe ich all mein restliches Geld aus, um möglichst noch hochzukommen. Ja. Weil natürlich bringt es oben 30 Punkte, hier auch oben 30 Punkte. Klar. Also kann man schon ordentlich Punkte machen. Genau. Und hier gibt es dann eben auch diese Eier, wo man zwei Schlüssel braucht. Es gibt hier Felder, da gibt es einmal diese Sachen, die da abgebildet sind. Und dann wird geguckt, wer hat alles dieses Feld, wer nimmt sich alles was von dem Feld. Und dann geht es reihum. Der erste sagt zum Beispiel, ich nehme jetzt die weiße Rune. Der nächste sagt, ich nehme die orange Rune. Für den dritten, da bleibt dann nur noch eine Münze übrig. Ja. Und der vierte kriegt dann auch noch mal eine Münze. Jawohl. Genau, also da geht es dann reihum, das ist ein bisschen schneller. Wenn nur einer das genommen hat, kriegt er natürlich alles. Kriegt halt alles. Das ist natürlich das Schönste. Ja. Und wenn er das mal zwei dahin gelegt hat, kriegt er dann auch noch doppelt. Richtig. So. Ja, also ich finde, dass es ein sehr schönes Spiel ist, weil es ist zwar ein Schnelligkeitsspiel, aber am Anfang hat man zumindest so viel Zeit, wie man will, bis halt einer fertig ist. Und es ist vom Puzzeln her einfach. Also sonst hat man oft diese Spiele, wo es sehr komplizierte Formen zu puzzeln gibt. Mhm. Und hier so ein 3x3-Raster ist wirklich simpel. Das kriegt man ja. Und man darf ja sogar auch überstehen. Mhm. Also es ist jetzt nicht wie bei Ubongo oder so, dass man genau die Form braucht. Und manchmal ist es auch wirklich lohnenswert, das einen Minuspunkt zu riskieren, weil man dafür was viel Besseres bekommt. Und deswegen mag ich das, weil es sich sehr flott spielt. Man hat auch trotzdem das Gefühl, man wird besser, weil man ja bessere Teile bekommt. Man bekommt neue Teile. Der Knackpunkt ist nur, man muss am Anfang irgendwie gut an Geld kommen. Ja, ja. Das muss man. Weil wenn man sich am Anfang verpasst, neue Teile zu kaufen, später gibt es in den Vierern immer weniger Geld. Das hast du auch gestern leidlich erkannt. Ja, allerdings. Dass am Ende weniger Geld im Pool ist. Und wenn man dann zum Schluss sich nicht Teile gekauft hat, wo man eben Monster verjagen kann, und man hatte ja am Anfang nur zwei, dann sind da fünf Monster drauf, dann rattert das Minuspunkt, also Minuspunkte indirekt, also diese negativen Schritte. Und man kommt da dann auch nicht mehr so gut raus. Ist nicht so wie bei Sagani, dass man gar nicht mehr rauskommt, weil dann kommt vielleicht wieder eine Karte, mit der man besser zurechtkommt oder man hat sich doch nochmal Geld erarbeitet. Aber man darf das nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, sich da mit neuen Teilen auszurüsten. Ja, und das war wirklich, das war ja auch ein Ersteindruck von mir, von dem Spiel. Das ist die erste Partie, die ich damit gespielt habe. Aber im Vergleich jetzt zu Sagani, wo es ja auch mein erster Eindruck war, würde ich sagen, Dreamrunners spiele ich auf jeden Fall nochmal mit. Mhm. Denn dann weiß man, worauf man zu achten hat, obwohl das gestern schon wirklich so frustrierend war teilweise, dass man sich dachte, ich habe hier zwei Münzen und dann kriege ich mit Mühe und Not noch eine dritte Münze zusammen und dann die vierte fehlt mir, um so ein Teil zu kaufen. Und dann denke ich mir, gut, dann beende ich wenigstens als Erster, dann kann ich mir die Sanduhr nehmen und bekomme ja auch dann hier noch eine Münze. Und wer ist immer schneller? Frau Zerlik. Frau Zerlik ist permanent schneller und schnappt an diese Sanduhr weg, wo man sich denkt, verdammte Hacke, noch eins. Und das ist schon, weil man, ich hatte dann auch noch genauso viel Pech, dass ich diese Monster mit den Säcken nicht überbaut kriegt. Ich hatte dann mir irgendwann mal was leisten können, hatte mir viele Säcke genommen, in der Hoffnung, ich kann mir auch viele Münzen abgreifen. Und dann lagen da zweimal vier Säcke. Zweimal konnte ich die Monster nicht abdecken, dann waren 8 Punkte weg. Und 8 Punkte ist schon auch bei dem Spiel nicht schlecht. Also es sind ja nicht 8 Punkte, sondern 8 Schritte. 8 Schritte, und das sind unter Umständen viel mehr Punkte. Genau. Und das war schon, dass ich mir dachte, oh, Himmel, hilf. Was ist denn das für ein Spiel? Man kommt ja überhaupt nicht voran hier. Aber ich hätte, weil es so eine schöne Mischung ist,
Es hat diesen Schnelligkeitsaspekt. Es ist dieses, jeder macht das aus seiner Richtung, guckt er sich das an. Man kann immer gucken, was haben die anderen hier gerade noch für diese Traumsplitter hier liegen. Wenn man ein Set hat, kann man ja hier nochmal Punkte wenigstens machen. Lohnt sich das, da was von wegzugreifen? Ein Schlüssel für die Eier. Die Eier sind wahnsinnig lukrativ, sich die mal die aufzuschließen. Ist auch schwierig, ne? Weil man zwei Sachen machen muss mit Schlüsseln. Und Schlüsseln brauchst du und die musst du erstmal sparen, die musst du erstmal kriegen irgendwie. Mhm. Also das fand ich doch schon, das Material ist toll. Das fand ich eigentlich sehr ansprechend, obwohl mich die erste Partie sehr frustriert hat. Sehr frustriert. Vielleicht müssen wir nach der Folge nochmal spielen, damit du dann mit einem guten Gefühl hier rausgehst. Das sollten wir vielleicht, ja. Aber ansonsten fand ich das sauber. Auch das Inlay super gemacht, alles schön verstaut. Da wackelt nichts drin rum. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Ja, also mir gefällt es auch sehr gut. Mir macht das immer wieder Spaß. Es ist kein Spiel, was man mehrere Partien an einem Abend unbedingt spielt, weil es dann doch immer ein bisschen anstrengend ist, mit dem, was aber ganz normal ist für dieses Genre, wo man eben schnell im Kopf das zusammenbasteln muss irgendwie. Aber mir gefällt es auch wirklich gut. Es ist auch nicht zu viel. Ja. Klar, du musst hier das sammeln, dann kannst du da noch einen Schritt gehen. Also, und die Eier, und das ist, reicht aber auch alles so. Das hat, sie hätten natürlich noch viel, viel mehr mit reinbringen können. Und ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwann gibt es eine Erweiterung, weil ich so aus dem Gefühl, würde ich sagen, hatten die noch ein viel umfangreicheres Spiel da liegen, haben das aber auf 8 runtergebrochen oder als Familienspiel runtergebrochen. Ich glaube auch, dass das funktionieren könnte für 8-Jährige. Müsste man mal ausprobieren, ob 8 oder ob 10 nicht vielleicht besser gewesen wäre. Aber könnte vielleicht hinkommen. Aber das ist alles noch im Rahmen. Ja, es ist natürlich jetzt nicht das ultra abwechslungsreichste Spiel, weil, wie du sagst, es ist groß runtergebrochen. Aber es ist wirklich ein schönes Spiel, um es ab und zu mal so mitzuspielen. Und dafür ist es auch genau richtig. Kein Dauerbrenner, kein Ultra-Highlight-Spiel, aber es funktioniert wirklich super genau so, wie es funktionieren möchte und hat da überhaupt keine Patzer und so und einfach so fluffig für eine Partie am Abend finde ich das wirklich schön und habe auch immer wieder mal Lust drauf. Ja, also da muss ich auch sagen, das für dich spiele ich nochmal. Mhm. So. Gut, dann machen wir mit der nächsten Kategorie weiter. Oh ja, sehr gerne. Ja, dann schnüffeln wir jetzt immer der Nase nach. Aha. So ein bisschen witzig gemeint, weil wir haben einmal Crazy Driver von Rudy Games. Da ist dann vorne die mit dem Rennauto. Ja. Dann haben wir Bees von Next Move Games, wo wir eben die Bienen haben, die ihren Nektar sammeln und die Flying Goblins, wo die Goblins immer der Nase nach fliegen. Aber es geht immer um Bewegung und irgendwo ankommen, so, oder auch Erster sein oder zumindest irgendwo ankommen überhaupt. So. Und dann ist natürlich ein Formel-1-Spiel, da geht es natürlich ganz gewaltig um Ankommen. Das ist von Rudy Games, ab 8, 2 bis 4 Spieler, 30 bis 60 Minuten. Und ein Autor hat es aber offensichtlich nicht. Ja, ich denke mal, dass Rudy Games das in der Die entwickeln ihre Spiele selber, deswegen haben die, glaube ich, bis auf das, was sie von Arno Steinwender hatten, das Quizit, glaube ich, sind praktisch die Verlagsmenschen auch gleichzeitig auch die Autoren. Ja. Genau, was man zuerst mal sagen muss, natürlich wie alle Spiele von Rudy Games hat es eine App dabei und einen Registrierungscode und man muss seine Zugangsdaten auch eingeben. Also es ist wichtig, dass man sich registriert. Ja. Ein bisschen schade, soweit schon mal voraus, erzähl du uns doch einfach mal, worum es geht. So, wir baue mal keine volle Strecke auf, weil das kann auch so ein bisschen anstrengend sein. Ich sage einfach nur, wir machen uns einen Kurs. Ein Rennkurs baut man sich aus den Teilen. Man hat einen Start, ein Ziel und dazwischen gibt es Strecke. So. Und man baut sich die aus diesen Sechseckfeldern. Man verbindet die mit so Stabilisierungspuzzleteilchen. Und wenn man dran ist, jeder hat einen dieser formschicken Unterlagen, ein Auto. Also ich hätte jetzt hier dieses Ferrari-artige Gedingse. Und man hat einen Fahrer dazu, einen von 4 Fahrern. Jetzt mische ich das einfach mal und sage, ich wäre jetzt in dieser Runde, ich wäre Flynn. Und dann hätte ich auch gleichzeitig, wüsste ich dann, was meine Startwerte sind. Denn jeder hat natürlich auch, jeder Fahrer kann was Unterschiedliches oder kann was unterschiedlich gut. Und dann würde ich einfach mal jetzt was rausgreifen. So, ich wäre jetzt hier rot.
Und dann wüsste ich auf jeden Fall, ich kann super schalten. Ich kann im Topspeed, bin ich auch nicht so wahnsinnig schlecht. Driften ist so mittel, da bin ich so bei 5. Aber ich kann Leute auch noch relativ gut abdrängen. Ist da irgendwo noch ein roter Stein drin? Ja. Da. Aber ich kann Leute einigermaßen gut abdrängen, nämlich da starte ich bei 6. Und ich habe auch noch eine Spezialfähigkeit. Ja, das ist ein Rennspiel. Das heißt, man sitzt auch wirklich in so einem Rennauto. Es ist alles wie üblich beim Rennauto. Wenn man dran ist, hat man als eine freie Aktion, nämlich man kann sich überlegen, einen Gang hochzuschalten, aber auch einen Gang runter. Ne? Ja. So einen Gang hoch oder runter zu schalten, das kann man auf jeden Fall. Und dann sieht man schon, wenn man das gemacht hat, danach würfelt man mit dem Rennwürfel und da, wo der Gang ist, diese Zahl addiert man dazu und sieht darunter auch als Übersicht, was man mindestens und höchstens würfeln kann. Was dann ganz gut ist, das so schon mal zu sehen, weil man dann weiß, bei manchen Stellen ist es wichtig, bei Kurven natürlich, dass man nicht zu schnell da reinfährt. So, das heißt, ich habe eine freie Schalte, also ich könnte jetzt einmal hochschalten und dann kann ich aber auch sagen, ich habe ja so eine Fähigkeit hier, ich mache jetzt mal meine Fähigkeit schalten, mache ich mal. Und dann hat man einen Probewürfel, nämlich den 12-seitigen und meine Fähigkeit ist bei 7. Das heißt, wenn ich eine 1 bis 7 würfel, habe ich das erfolgreich angewandt, habe ich eine 6, dürfte ich also nochmal hochschalten. Und jetzt würfel ich mit dem weißen Würfel und das wäre 0 plus 2, also dürfte ich hier 1, 2 Felder vorfahren. Manchmal kommt man über diese Würfel hier, das sind, ich sag mal, so Mario Kart mäßig, sind das so Ereignisdinger, wenn man draufkommt, dran vorbeifährt, kriegt man eine gelbe Sternkarte, die von allen, die alle möglichen Fähigkeiten haben, für einen selber gut, für andere schlecht. Ich könnte, wenn ich in einer Kurve bin, könnte ich sagen, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich habe jetzt hier geschaltet, so einen hochgeschaltet und ich habe jetzt eine 2 plus 2 sind 4, 1, 2, 3, 4. Ich wäre noch in der Kurve, könnte ich sagen, ich möchte noch driften extra, wenn ich in einer Kurve bin. Dann mache ich wieder eine Probe. Das hätte ich jetzt nicht geschafft, ansonsten dürfte ich beim Driften ein Feld weitergehen. Oder ich könnte sagen Topspeed. Das hier, diese an der Seite, diese gestreiften Dinger, das sagt immer, das ist ein Kurvengebiet und welche, die am Rand nichts haben, das sind Gerade. Und beim den Topspeed dürfte ich auf einer Gerade machen und da müsste ich wieder, ich hätte da Fähigkeit 6, also habe ich 6 und wenn ich mich da bewege, dürfte ich da wieder ein Feld weiterfahren. Oder ich überhole jemanden von meinen ungeliebten Mitspielern und kann dann sagen, ich möchte den drängen. Und dann habe ich hier eine 6 und wenn ich den dränge und das funktioniert tatsächlich und ich habe da 1 gewürfelt, dann hat jeder Karosserie-Lebenspunkte und da verliert man dann einen von. Und genauso verliert man welche davon, wenn man ein Kurvenfeld betritt so, und man hat, der Speed ist zu hoch, der eigene. Hier darf man nämlich höchstens Schnelligkeit 4 haben, höchstens Schnelligkeit 3 haben. Wenn ich hier aber reinfahre und ich habe insgesamt mit Schalten und so weiter, hätte ich dann meinetwegen, wäre ich hier schon und hätte hier auch das Höchste gewürfelt, eine 2, da hätte ich hier 6, aber man darf maximal 4 haben, ist 2 Unterschied, also verliere ich 2 Karosseriepunkte. Hier wäre es noch schlimmer, hier würde ich 3 verlieren. So, und damit kommen wir auch schon zu dem, was es dann auch noch so besonders macht. Denn wenn ich alle Karosserie weg habe, bin ich nicht explodiert und bin raus, sondern dann muss ich mich reparieren. Und zwar durchaus selber muss ich mich reparieren und zwar mittels der App, die dabei ist, die das Spiel mit Minigames aufpusht. Zum Beispiel, um sich zu reparieren, muss man, fährt das Auto dann, sieht man auf dem Bildschirm, das fährt in die Garage rein oder an die Box. Und dann fallen da Sachen von ab, ein Reifen, Lenkrad, Auspuff und noch was und Steuerungsrad. Und dann muss man die ganz schnell an die richtige Stelle ziehen. Und je schneller man das macht, desto mehr von den Karosseriepunkten kriegt man wieder. Diese Minispiele kommen einem immer wieder über. Zum Beispiel, wenn man gewisse Punkte am Spielfeld passiert. Ne, man fährt immer zuerst, alle fahren zum Punkt 1, dann Punkt 2, Punkt 3, je nachdem, welche Strecke man sich ausgesucht hat. An jedem dieser Punkte muss man in der App sagen, Schere, Stein, Papier spielen mit jemandem. Man muss also einen Gegner aussuchen, dem man Schere, Stein oder Papier zuwirft, um dann zu gucken, was hat der sich dann ausgesucht. Und dann gibt es hier noch so große Übersichtssachen. Hier zum Beispiel, das sind so große Minispiele wie den Löwenzahn pusten. Wenn ich hier
dran vorbeifahre, muss ich einmal kurz da stehen bleiben und dann gibt es das Minispiel, wo man in dem Fall zum Beispiel ins Handy pusten musste, damit man die zerstauben kann, bevor der Fahrer daran vorbeifährt. Da gibt es aber noch für jedes dieser Dinge gibt es ein anderes Minispiel. Mhm. Ne? Und ab und zu gibt es auch einfach nur so ein Minispiel, dass plötzlich das Visier verschmutzt ist und da muss jeder auf dem Handy oder auf dem Tablet muss dann ganz schnell mit dem Finger drüber und das sauber machen und so. Und natürlich, wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Und das ist jetzt natürlich nur eine Das ist eine super, Promostrecke. Das ist eine Promostrecke, damit man mal sieht, die sind viel, viel, viel länger. Ja, und das ist dann A Crazy Driver. Und da muss man mal sagen, da merkt man wieder, wenn Leute zu sehr in ihrem eigenen Produkt verhaftet sind und keinen haben, der von außen vielleicht auch mal drüber guckt. Denn das Spiel hat unfassbar gute Ansätze und es ärgert einen richtig, dass das hätte so ein anderes Spiel sein können. Es ist immer noch für die Zielgruppe, also ich wüsste aus dem Stand ganz viele Achtjährige, oder auch Familien, wenn ich dem Vater und dem Sohn das hinstellen würde, die würden mich ganz lange lieben. Weil das mit diesen Minispielen und mit dem Handy und so, die würden, denen wäre das egal, mit was wir dann kritisieren mit den Regeln. Das wäre denen erstmal wurscht, weil die halt so auf Carrera und Formel 1 und so abfahren. Und das macht es ja auch interessant für die Kinder, dann am Handy darum spielen zu dürfen, weil es zum Spiel gehört. Aber man merkt halt, dieses immer, wenn man an diesem Checkpoints vorbeikommt, Schere, Stein, Papier zu spielen, fragt man sich, warum geht es darum plötzlich? Hätte man dann nicht ein Minispiel in der Welt der Formel 1 oder des Rennens finden können oder in der Carrera-Welt finden können? Dann ist es, der Aufbau ist eine Katastrophe. Hölle. Also die Hölle ist das. Ich wurde relativ, man hatte mich ins kalte Wasser geschmissen. Also wir? Ja, die Zerlix hatten mich ins kalte Wasser geschmissen und haben einfach die App gestartet und gesagt, welche möchtest du? Welche Strecke? Ich sag Flower Power. Und dann haben sie mir das Handy hingeschoben und gesagt, dann mach. Und dann habe ich versucht, das aufzubauen. Und das war ganz schön schlimm. Das war schrecklich. Die sind nicht durchnummeriert, die Dinger. Und dann muss man suchen und gucken und passt das so? Ist es wirklich das? Nee, das sieht doch jetzt anders aus. Also das fand ich durchnummeriert, durchbuchstabiert, das hätte man ja irgendwie noch hingekriegt. Also ich finde, da sind so drei Sachen, die wirklich schlimm sind. Das eine ist, die Teile anstatt immer an einer Hälfte wie so ein Puzzle-Knöppel da zu machen, der dann woanders reinpasst, muss man das dazwischen legen. Es allein einfach vom Handling, es dauert einfach seine Zeit. So, das ist schon nervig. Das zweite ist, ich hätte gerne eine Anleitung, die ich aufdecken kann, wo in groß der Plan abgebildet ist. Ja. Die App, ich meine, gut, man kann es auf dem Tablet spielen, wir haben es auf dem Smartphone gespielt und ich vermute, die meisten benutzen ein Smartphone. Ja. So, dann ist das so groß. Dann kannst du zwar ranzoomen, dann siehst du aber immer nur einen Teilausschnitt. Ja. Dann ist es nicht, also das ist ja ein Raster, ein Sechsecke. Das Raster ist auch um die Strecke rum, aber auf den einzelnen Streckenteilen ist, wo der Übergang ist, ist nicht ist mehr nicht eingezeichnet. Nein, ist nicht das heißt, und das ist das, was so schwierig ist, du erkennst nicht, wo hört das Teil auf, wo fängt es an. Und dann gibt es eben, es gibt nicht nur Kurve gerade und das, es gibt verschiedene Arten von Kurven. Ja, ja. Also es gibt steile Kurven und ganz steile Kurven es und nicht so steile. Es gibt verschiedene Arten von Kreuzungen und, auch zum Beispiel. Genau, und man kann wahnsinnig schlecht erkennen, welche jetzt gemeint ist. Und mit Durchnummerieren hätte das geholfen. Oder einfach nur in der Übersicht das wirklich auch als Sechsecke aufzubauen. Genau, das hätte auch schon wunderbar geholfen. Und dann eben am liebsten Anleitung, man legt die in die Mitte, alle können bauen, weil so kann immer nur einer, entweder versucht er zu sagen, welches Teil dahin kommt, das geht schief. Ja. Oder er macht selber und das dauert ewig. Ewigkeiten. Das dauert, dann merkt man, so wie bei dir auch, ach, da dürfte jetzt eigentlich nur ein Sechseck frei geworden sein. Komisch, bei mir ist aber eine ganze Reihe frei. Also irgendwas stimmt doch irgendwas hier nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Ach da, müssen wir nochmal alles umbauen. Und bis man diese Strecken da hat, das ist eine Katastrophe. Also das Bauen der Strecke hat fast so lange, fast so lange gedauert wie das eigentliche Spiel. Weil dann geht es noch weiter. Da liegen ja jede Menge Marker, Plättchen und so weiter drauf. Auf jeder Kurve liegt was. Diese Teile liegen hier. Diese Teile, die das Würfel. Ist alles ein, genau, die Würfel, jeweils ein eigener Schritt in der App. Das heißt, man kann nicht sagen, einer baut die Strecke auf und der nächste legt direkt passend dazu die Teile drauf. Ja. Nein, danach klickt man auf Weiter. Dann sieht man wieder die Strecke, wieder nicht die
einzelnen Abschnitte. Ja. So, und dann wird nur aufgeploppt, wo genau diese Plättchen hinkommen. Das heißt, man muss wieder gucken, dieser Abschnitt, war das jetzt das oder was ist ja, das? Ja, ja. Wie war das nochmal? Also wieder fängt man an zu gucken. Und das Ganze, einmal für die Teile, einmal für diese, einmal für diese, einmal für diese und einmal für diese. Mhm. Fünfmal. Und dann hat man endlich alles aufgebaut und spielt und denkt sich, ach ja Gott, und das kann ja auch spannend sein. Ich meine, du warst schon lange im Ziel, ne? Aber dein Mann und ich, wir haben uns dann noch ordentlich eingeliefert. Und das war auch spannend tatsächlich. Aber warum war Frau Zerlik schnell im Ziel? Weil sie die Flynn hat. Die Flynn hat eine besondere Fähigkeit, nämlich den Fahrerbonus. Du darfst in deiner Runde zwei unter... Ach nee, Quatsch, das war gar nicht sie. Du warst die Layla. Ja. Genau, du warst Layla. Gib einen deiner Karosseriemarker ab. Also schädige dich einmal, um drei Felder fortzufahren. Das ist per se schon mal sehr stark, weil drei Felder, auf jeden Fall drei Felder, kannst du erst, wenn du im dritten Gang bist. Das ist schon mal stark. Und dann gab es noch die Ereigniskarte. Warte, ja? Und es ist nicht nur stark, sondern es gibt ja auch Kurven, wo du eigentlich nur mit Geschwindigkeit 2 durchfahren darfst. Genau. Und genau die habe ich mit dieser Karte genommen, sodass ich das praktisch umgangen bin, ja, dass man da runterschalten musste, weil ich ja nicht mit der Schaltung gefahren bin, sondern einfach pauschal drei Schritte mit der Fähigkeit. Und dann gibt es noch diese besondere, diese Sternkarte hier, womit man diese Fähigkeit nochmal machen kann. Also warst du uns schon nur durch diese Kombo 6 Felder voraus. Und 6 Felder voraus sein, da bist du weg. Ja. Da muss das so unglücklich laufen für dich. Selbst wenn du dann Karosseriepunkte weg hast und eine Runde aussetzt, um durch das Minispiel dein Auto zu reparieren, so weit kommen wir dir gar nicht hinterher. Du warst mit Abstand im Ziel, während wir dann noch uns gegenseitig versucht haben abzudrängen. Was aber sehr lustig war tatsächlich. Genau. Also das, wenn solche Fehler, das war ja meine erste Partie mit dem Spiel. Und ich finde immer, so viel Zufall gibt es gar nicht im Leben, dass genau so eine Killer-Kombo beim ersten Mal, wenn ich das spiele, passiert. Ich hatte die schon mal, diese Killer-Kombo. So, und das muss ja doch irgendeinem aufgefallen sein. Ich hatte Rocco. Roccos Fähigkeit ist, ein Gegenspieler vor mir, um bis zu 2 Felder zurückzuziehen. Ja. Das weiß ich nicht genau. Das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig pralle. Was kann Jax? Anstelle einer Topspeed-Probe darfst du 2 Felder vorfahren. Ja, ist also wesentlich schlechter. Und du darfst in deiner Runde 2 unterschiedliche Fähigkeiten benutzen, ohne eine Probe. Also könnte man auch einmal Topspeed machen und einmal driften, wären auch nur 2 Felder. Gut, wobei du ja, je nachdem, wo du stehst, kann das eventuell schon mal was Gutes sein, bringen. Kannst du nur einen Schritt machen darfst. Oder darf nur einen Schritt machen. Und dann 3. Gut, du musst dich ein bisschen schädigen, aber das war jetzt in dem Fall ja nicht wurscht. So schlimm. Na, ja. Aber das ist schon 3 Felder fahren und dann noch mit der Karte. Also das fand ich, und das ist eigentlich etwas, wenn was man ein Redakteur da, was ein Redakteur rausschmeißen würde, glaube ich, weil es auch rausgeschmissen gehört. Das mit Schere, Stein, Papier auf der App spielen, das wäre auch was, das hätte einer bestimmt rausgeschmissen. Es hat ja super Ansätze, die Welt stimmt ja. Allein hier, dass das hier Vertiefung hat, das Material ist spitzenmäßig. Außer jetzt hier diese Dinger. Die Autos sind toll. Das ist auch gut durchdacht, dass es Driften und Drängen und mit dem Schalten und so. Das ist auch alles nicht doof und alles auch recht spannend. Aber man merkt halt, ja, da fehlt der Feinschliff. So, es ist eigentlich ein gutes Produkt und es ärgert einen. Mich ärgert sowas, dass das dann hätte viel mehr sein können. Und was auch ist, dadurch, dass es die App und die Anleitung gibt, du liest die Anleitung und verstehst es nicht so richtig. Und dann gibt es in der App ein Video, wo du dir auch nochmal angucken kannst, wie es geht. Okay. Aber beide alleine funktionieren für mich nicht. Ja. Also man muss eigentlich die Anleitung lesen und das Video gucken. Und das finde ich dann anstrengend. Ja, also, das ist eigentlich auch nicht da. Man muss sich für eins entscheiden. Ne? Ja, bitte und schön. Das ist oder dann, beides richtig also wir machen. Hatten immer wieder Regelunklarheiten und also so, das sind so kleine Feinheiten. Ja. Ja. Das war jetzt nichts Dramatisches, aber es war halt trotzdem immer wieder so, wie war das jetzt nochmal da? Und das kam dann im Video ein bisschen anders rüber, wieder anders. Also es waren immer so, so kleine Mini-Sachen und die, in Summe war es aber halt wirklich so, dass es dann keinen Spaß macht. Und wenn du dann auch noch diesen langen Aufbau hast, ja, und mir ist doch egal,
also mir persönlich ist es egal, fahre ich jetzt so eine Strecke oder fahre ich so eine Strecke oder fahre ich so, das merke ich doch während des Spiels gar nicht. Ist mir so rumpel. Mir hat es gereicht, sie machen einen Plan, wo eine feste Strecke ist. Es gibt ja zwei Arten von Streckentypen. Auf der Rückseite ist das einfach so eine andere Welt. Mhm. Hätten sie einen Spielplan mit zwei Seiten machen können, jeweils eine Strecke so, eine Strecke in dem Design und dann einfach nur von der App gesteuert, wo diese Sachen hinkommen. Ja. Die hätten ja jedes Mal woanders stehen können. Wäre für mich vollkommen genug gewesen, dann hätte ich mir 20 Minuten Aufbau gespart oder Viertelstunde oder was für ein Spiel, was ja auch selber nicht so lange dauert. Ja. Und das wäre viel besser gewesen. Ne? Und das hätte ein Redakteur sicherlich auch gemacht. Ja, naja, dann ist, da muss man sagen, probiert es aus. Also wer immer jetzt Carrera Formel 1 Fan, durchaus mal angucken, ne? Und mal ausprobieren, auch mit Kindern, die so Formel 1 affin sind, aber aufpassen, dass man da vielleicht bei so gewissen Regeln auch vielleicht mal Hausregeln verwendet oder so. Ne? Wir schieben das mal weiter. Achso, und natürlich, dass man sich registrieren muss und am Ende, das mag ich ja gar nicht, am Ende wird immer sofort gefragt, wie fandest du das Spiel? Bitte gib doch ein Feedback, bitte fülle unseren Fragebogen aus. Mit jeder einzelnen Partie, sowas finde ich, geht gar nicht. Also das finde ich nervig und dann habe ich schon direkt keine Lust mehr. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu Bees. Das ist ein Spiel von Next Move von Dan Halstad. Ja. Und für 2 bis 4 Spieler ab 8 dauert 30 bis 45 Minuten. Das kommt auch etwa hin. Und Next Move ist ja einer dieser Unterverlage von Plan B Games. Mhm. Genau. Und groß herausgekommen natürlich mit dem Spiel des Jahres vor ein paar Jahren, Azul. Genau, daher kennt man den Verlag. Und was jetzt besonders auffällig ist, sind die namensgebenden Bienen. Ja. Die wirklich so niedlich super gestaltet sind, aber auch einen Effekt haben. Und dazu müssen wir erstmal hier aufbauen. Du kannst jetzt mal irgendwie hinlegen. Ja, das, ist nicht regelkonform, genau, wahrscheinlich, wie ich es mache. Spieleranzahl, einen bestimmten Aufbau, wie diese Blumen angeordnet werden und wie viele auch dabei sind. Also bei 2 Spieler ist es ein bisschen kompakter, bei 4 Spieler ist es ein bisschen breiter, damit es eben genug Platz gibt. Und dann haben wir noch auf den einzelnen Blüten, das können wir auch mal so beispielhaft aufstellen, gibt es hier jeweils Nektar, den man einsammeln kann. Kannst du mal hier auf die Rose legen. Das ist natürlich eigentlich auf jeder Blume vorhanden. Und bei den Blumen, die weiter außen sind, ich mache das jetzt auch mal beispielhaft, da gibt es dann sogar noch so einen dicken Klöppel in der Mitte. Nee, der ist nicht zufällig. Das ist natürlich da. Immer markiert. Also hier wird zum Beispiel gelb hier, da und blauer hin, da okay, alles klar, weißer Nektar. Ja. Genau. Eigentlich ist das Spielfeld natürlich viel größer. Genau. Was machen wir? Am Anfang dürfen wir unsere Biene irgendwo hier einsetzen und die guckt in eine Pfeilrichtung. Mhm. Das macht jeder irgendwie, wohin er halt fliegen will. Und dann geht's los. Und wenn man dran ist, dann fliegt man in eine Richtung. Und am Rand steht immer, wie viel man fliegen darf. Weil die Bienen können, warum auch immer, nicht geradeaus fliegen. Ja. Da steht ein großes Net. Jawohl. Das dürfen sie nicht. Sie dürfen nach rechts, vorne rechts und vorne links jeweils entweder genau einen oder genau 5 Schritte deswegen machen. Deswegen 1-5. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Ich könnte also sagen, ich fliege hier in diese Richtung 5 Schritte. Dann würde ich mich drehen und sagen 1, 2, 3, 4, 5. Also am Ende gucke ich in die Richtung, in die ich geflogen bin. Und für die nächste Runde muss ich dann halt wieder neu gucken, wo ich hinfliege. Mhm. Zur Vollständigkeit halber, hinten links und hinten rechts kann ich 2 oder 4 Schritte fahren und nach ganz hinten kann ich 3 Schritte fahren. Mhm. Genau. Was will ich jetzt machen? Ich will hier diesen Nektar einsammeln, weil immer, wenn ich auf einem Feld gelandet bin, an das ein Nektar angrenzt, also in dem Fall hier, bekomme ich den und puzzle den in meinen Honig. In die Wabe. In meine Honigwabe ein. Und jetzt kommt das Besondere, ich darf das nicht irgendwo reinlegen, sondern je nachdem, wie viele Schritte ich genutzt hatte, um dahin zu kommen, in diese Zeile muss ich es bauen. Also jetzt war ich hier, jetzt habe ich natürlich, sagen wir, ich stand vorher hier, so. Mhm. Und dann bin ich hier 1, 2 gefahren. Dann muss ich es auch entweder in diese oder in diese Reihe legen, wo eben nicht 2 bis 3 Schritte gefahren sein muss. So. Und
wie ich das gerne hinlegen möchte. Das bestimmen meine Ziele, die hast du gerade in der Hand. Es gibt drei Kategorien, nämlich die rosanen Ziele, die immer irgendetwas Siegpunkte in Verbindung mit bestimmten Farben bringen, die man hier gesammelt hat. Dann gibt es die roten Ziele, die immer etwas mit Anordnung zu tun haben. Man muss bestimmte Reihen, X oder sonst was ausgefüllt haben. Oder dann gibt es welche, mit denen man bestimmte Muster legen muss. Zum Beispiel in so einer Anordnung, gleiche Farben, verschiedene Farben. Und auf diese Weise versucht man, jeder hat zwei eigene Ziele in der Hand und es gibt drei, die für alle gelten. Genau, und zwar bei den dreien von jeder Sorte eins und dann hat man nochmal von jeder Sorte eins auf der Hand. Ja. Behält aber nur zwei. Also ja. Insgesamt, wie du sagtest, fünf private Ziele. Und drei, die für alle gelten. Ja. Genau. Und so fährt man halt durch die Gegend. Wenn man jetzt auf so einem Feld landet, wo so ein Dicker ist, dann ist das besonders gut, denn man darf nicht nur einen kleinen nehmen, sondern auch den dicken, der aber in jeglicher Hinsicht den etwas größeren, den großen, tollen Stein, der in jeglicher Hinsicht behandelt wird wie ein kleiner. Also der bringt überhaupt nichts extra oder so, aber er hat halt nochmal eine andere Farbe und man hat halt gleich zwei Felder befüllt. Und dann, das ist das Gemeine. Ja, da oben ist hier ist so eine Leiste, die haben wir noch gar nicht erklärt. Ja, achso, immer wenn man einen Stein bekommt, ob das jetzt ein großer Pollenstein ist, ein Nektarstein oder ein kleiner Nektarstein, man bewegt den immer, und das darf man nie vergessen, man kann es auch immer nachholen, man kann ja einfach zählen, immer einen vor. Und sobald jemand hier hinten angekommen ist, dann wird das Spielende ausgelöst, jeder ist danach noch einmal dran und dann ist das Spiel vorbei. Und das kann, wenn hier jemand ganz oft diese Zweier-Kombo, Mittelstein und noch einen von den Umliegenden auslöst, dann kann das ganz schnell kommen. Und dann stellt man fest, huch, gleich ist es vorbei und ich habe noch nicht mal ansatzweise eins dieser Ziele erfüllt. Oder eins von den offenen, die ausliegen. Ja, ja. Und da ist es wirklich so, dadurch, dass die Startposition immer vorgegeben ist und hier praktisch, das ist das mittlere Feld, also außenrum ist es bei den meisten Spieleranzahlen auch symmetrisch dann aufgebaut, ist es so, dass es eine Art Masterzug gibt, wie man immer alle zwei Züge an so einen dicken Stein kommt. Mhm. Wenn ich jetzt hier starte, müsste ich dann 1, 2, 3, 4, 5 fahren, dann habe ich hier einen eingesammelt. Mhm. Und jetzt habe ich in die Richtung, steht hier natürlich nicht, dreht zwei man sich. Schritte, 1, 2, bin hier. Und dann kann ich eben wieder weiterfahren und einmal abbiegen und dann bin ich wieder in der Mitte gelandet. Ja. Und das geht, glaube ich, mindestens dreimal, ja. Sodass man dann nach 6 Zügen schon 9 Steine hat. Ja, und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Steht der Stein schon da? Ja. Und dann, ja. Genau, und im Grunde ist dann nur noch das, was variabel ist, welche Farben man sammelt. Mhm. Und man darf sie ja am Anfang selber aussuchen, wo man steht. Dann guckt man natürlich, wo die Farben, die man selber persönlich sammelt, wo die am meisten stehen. Und dann fährt man genau diesen vorgegebenen Weg ab. Das machen alle, weil es einfach das Lukrativste ist. Das ist auch so, weil ja. natürlich immer, wie immer bei solchen Spielen, die Masse bringt. Wir haben ja allein hier dieses, dass man da verschiedene Variationen an Plätzen belegt haben wollen. Da gibt es immer mehr, wenn man zum Beispiel 8 Steine hat, also 5, wenn man 5 Steine hat zum Beispiel, gibt es dann die niedrigere Punktzahl und bei 8 die höhere. Und natürlich oder verschiedene ist dann, Farben oder so genau, dafür natürlich haben. Ist dann die Masse gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und deswegen macht es immer Sinn, diese Züge so zu setzen, dass man an diese dicken Steine kommt. Und das hebelt so ein bisschen den ganzen Entdeckermechanismus des Spiels aus, dass man sagt, okay, ich probiere jetzt mal was anderes, weil es macht keinen Sinn, was anderes auszuprobieren. Irgendwann guckte ich hoch und sehe, dein Mann ist schon so nah vorm Spielende. Mhm. Ich gucke auf meine Aussage und stelle fest, all das, was ich mir mühsam aufgebaut habe, wo ich noch zwei Züge für bräuchte, um das zu erfüllen, kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr erfüllen. Und war völlig geschockt, weil ich mir dachte, das ging aber jetzt flugs, mein Lieber. So. Und es machte, also ich hatte das Gefühl, dass ich mitten in meinem Spiel aufhören muss. Und so war es ja im Grunde auch. Ja, also das geht dann super schnell, weil sobald einer das erreicht, es wird nur noch die Runde zu Ende gespielt, dann ist es fertig. Ja. Dann gibt es keinen Nachzug mehr und nichts. Und
das ist schade. Und dann ist es noch so, aber ich meine, das brockt man sich im Grunde selber ein, aber wenn man jetzt sich gleichmäßig verteilt, kann jeder so in seiner Ecke wüten. Und wenn aber, ja, wir hatten es vorhin so, da haben wir auch mal jetzt was anderes ausprobiert, dass wir eher an der gleichen Ecke gestartet sind und wir uns immer gegenseitig alles weggenommen haben und Stefan natürlich hier hinten sein Wüteding machen konnte. Und das ist natürlich bei 3 Spielern besonders krass. Ja. Weil bei 4, da muss man, ist ja trotzdem das gleiche Startplättchen. Da knollt es sich zwangsläufig überall so ein bisschen. Ja? Also dann passiert es eher selten, dass 3 an der gleichen Stelle sind und einer woanders, sondern verteilt sich es eher so 2-2 von der Tendenz her. Bei 2 Spielern, da geht sowieso jeder in seine Richtung. Ja, aber bei 3 ist halt, man könnte sich so aufteilen, aber wenn das von den Farben nicht so passt, und es gibt ja eine Farbe, die wollen alle, wird es meistens so sein, dass 2 eher in die Richtung tendieren und der dritte, wenn alle 3 eben diese Strategie verfolgen von den sich mit den Dicken da die zu holen, die Großen, dann wird der gewinnen natürlich, der alleine da steht, weil der hat mehr Auswahl und der wird nicht gestört, dem wird nichts weggenommen und nichts. Also ich fühlte mich irgendwann, das war auch mein Ersteindruck, aber trotzdem ist es ja es gibt Spiele, da habe ich in der ersten Runde so unglaublich schlecht abgeschnitten. Das war mir dann aber egal, weil ich mir gedacht habe, das hat mich fasziniert. Ich will das nochmal probieren. Bei Dream Runners, da habe ich mich zwar wahnsinnig aufgeregt, aber ich habe mir gedacht, danach, das möchte ich aber nochmal probieren. Bees nicht. Bees habe ich mir irgendwann gedacht, oh, mein Gott, dann ist das jetzt so und dann ist das so und dann bin ich aber hier weg und dann, was soll ich denn, was kann ich denn, und dann habe ich, und ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein Schwachkopf, wenn es um Spielen geht, aber es hat in mir eher Anstrengung ausgelöst und es ist sehr mathematisch im Sinne von, wo muss ich, wo kann ich, was hier und eigentlich spricht mich sowas an. Aber eigentlich auch. In dieser Kombo, die sie gewählt haben, mit diesem Mechanismus hier, nicht. Nein. Weil das ist, du darfst auch gar nicht hinterher mehr versuchen, das schön zu machen. Du musst dich auf eine Karte konzentrieren, im Grunde eine von dir, eine aus der Mitte vielleicht. Und da musst du Gas geben. Und eine Sache, die das noch verstärkt, was du sagst, dass es so anstrengend ist, ist tatsächlich die Art und Weise, die sehen sehr schön aus, aber wie die gebaut sind. Total unpraktisch. Weil du erkennst es nicht richtig. Du siehst zwar und weißt auch geradeaus, geht nicht. Hier ist 1 und 5, 2 und 4 und 3. Du weißt es auch eigentlich, aber es hilft immer noch mal zu sehen, ach ja, die Richtung war das mit den 5, wenn du einen Überblick willst. Und dadurch, dass es so ein Hügel ist, siehst du immer die hinteren nicht. Ja. Du kannst, also außer du hängst dich so, jetzt ich an, alles sehen zu können. Ja. Aber so sitzt du ja nicht über dem Spielbrett. Aber trotzdem wippen alle mit dem Oberkörper irgendwann so rum. Ja, ja. Das ist furchtbar. Es ist furchtbar unübersichtlich, wo man jetzt alles hin kann. Da glaube ich sogar, wenn das eine App wäre, wäre es besser, weil dann würde man da drauf drücken und dann würde dir anzeigen, wo du auf welche Felder du kannst. Ja. Ja, und dann musst du ja eigentlich nicht nur diesen einen Zug planen, sondern auch dann, wie komme ich von dort aus wieder weg? Ist es gut, da wegzukommen? Und dann musst du ja aber noch im Kopf denken, die ist dann ja so gedreht. Und dann müsste sie so, aha, dann kann sie die und da. Und wenn dann das auch noch so ist, dass du eben das nicht so übersichtlich sehen kannst, ist es ganz, ganz unübersichtlich. Und das ist das, was das so anstrengend macht. Mhm. Nicht sogar das eigentliche Spielprinzip, sondern dieses, dass man die Übersicht einfach nicht hat. Ja, das ist so. Und wenn dieser untere Teil flach wäre und die Biene auf einem durchsichtigen Stäbchen, etwas höher fliegen würde, dass man zumindest von sitzenden Position aus alle 6 Zahlen außenrum sehen könnte, beziehungsweise 6 Felder außenrum, die halt so liegen, dann wäre das ein bisschen übersichtlicher. Ja, es wäre immer noch anstrengend, aber ein bisschen übersichtlicher. Aber so, man sieht immer nur die Hälfte und muss die anderen dann wirklich... schon klar. Geht es nicht so gut. Ja. Also, ist für mich leider kein gelungenes Spiel. Nee, für mich war es auch eher anstrengend. Obwohl ich, wie gesagt, solche Art von Spielen eigentlich mit verschiedenen Aufgaben und so finde ich sehr ansprechend immer. Mhm. Aber da war ich jetzt vorhin sehr... Nee. Ich mochte es nicht. Der Mann mag es gerne, gell? Ja, aber auch... aber der gewinnt das auch mal irgendwie. Auch einfach... dieses mit der Taktik, wenn alle sowieso das Gleiche machen, dann ist es irgendwann auch völlig sowieso bescheuert. Dämlich.
So, die Karten kommen, glaube ich, irgendwie nach unten, aber das ist ja wurscht jetzt erstmal. Ja. So. Genau. Dann haben wir uns einmal jetzt über eine Blumenwiese bewegt und sind geflogen. Dann sind wir über eine Rennstrecke geflogen. Und dann bleibt uns jetzt nur noch eins, nämlich Goblins zum Fliegen zu bringen. Mhm. Indem wir die, jetzt müssen wir mal gucken, eigentlich ist es ganz super mehr gemacht. Du kannst ja schon mal die Goblins raus. 13 Stunden an diesem Versuch, dass da Flying Goblin. So, von Iello ursprünglich, das ist bei Hoch rausgekommen und ist von Corentin Lebras und Theo Rivière, den man ja auch schon von ganz vielen Sachen kennt. 2 bis 4 Spieler, 8 Jahre, 30 Minuten. Und es ist nicht übertrieben, wie das Spiel heißt, Flying Goblins. Denn da fliegen sie tatsächlich. Und man hat hier einen sehr großen, sehr bunten Schachteleinsatz. Und das holt man erstmal raus. Na komm, so vorsichtig natürlich. Ja, und das ist auch schon, da hat man auch schon das Erste. Wenn man das nicht sauber rauskriegt, dann ist schon doof, denn darunter liegt natürlich alles andere. So, wir haben hier eine Burg, die wir versuchen, mit den Goblins zu stürmen. Und zwar geht es nicht nur darum, diese Burg zu stürmen, sondern auch die Goblins mittels Katapulte in diese Burg zu manövrieren. Und daher der Name Flying Goblins. Ja. Und diese Burg bauen wir auf dem Spiel, in dem Kasten hier. So. Oje, oje, oje. Ja, ihr seht auch schon, liebe Leute. Habe ich falsch rumgesetzt. Es gibt nämlich nur außer. Es gibt eine einzige, man muss es so, du musst den einmal drehen, ja, damit es sauber rein. Die Wippen hast du aber vorher rausgeholt, ja. Die Wippen sind, ja. So, dann haben wir noch den hier. Der war ja eigentlich dann, ach so, das ist ja das die Burg. So, man hat den Königsturm, natürlich den Burgfried, nennen wir es mal, wo der König drin sitzt, auf seinem Balkon. Der König hat auch noch hier sein kleines Badezimmer und so und sein Schlafgemach, das kommt hier rein. Und dann hat der König noch den Balkon, habe ich, nee. Da ist er, da ist der Balkon. So. Und der kommt hier oben so drauf und da steht der König drauf und bewacht das Schloss und guckt von oben so durch. Dann hat man noch verschiedene Dächer, die man hier auf den Vierervertiefungen anbringt. So, und eigentlich ist das kein schweres Spiel, denn es ist ein gleichzeitig, alle sind gleichzeitig dran, Geschicklichkeitsspiel. Man jeder hat eine Wippe, jeder hat ein Goblin-Lager, indem man schon sieht, was man für Armeetypen noch ins Spiel bringen kann. Und da gibt es zum Beispiel, jeder hat startet mit 3 ganz normalen Goblins. 2? 2 ganz normalen Goblins und hat aber im Laufe des Spiels die Möglichkeit, sich normale andere Goblins dazu zu holen. Oder Diebe oder einen ganz dicken General, sag ich mal. Und jeder hat auch noch 4 Totems, die mit über den Spielsieg entscheiden können. So, und es ist im Grunde ganz einfach. Man stellt seine Wippe in Abstand, in beliebiger, so, zur Burg. Und alle sind gleichzeitig dran und stellen oder legen einen Goblin auf die Wippe. Dann schießen wir, dann versuchen wir die Goblins stehend oder liegend in die Burg zu befördern. Wir katapultieren, wenn wir die Burg nicht treffen und die landen jetzt quasi hier in unserem Spielbereich wieder, dann dürfen wir nochmal verschießen. Bin ich zu weit rüber und das landet hinten auf dem Boden, dürfen wir sie nicht nochmal verschießen. So, dann würde ich also jetzt gucken, den dürfte ich nochmal machen und dann ich könnte versuchen, den König da oben zu treffen. Und wenn der erste fertig ist, dann sagt er Bescheid, dann dürfen die anderen zwar noch weitermachen, aber sobald nur noch einer übrig ist, da haben wir es nämlich, sobald nur noch einer übrig ist, muss der aufhören leider. Also da muss man sich dann auch ein bisschen beeilen, da ist so Zeitdruck drin. So, und dann guckt man mit dem, der zuerst fertig gerufen hat, schaut man, wo ist der gelandet. Und je nach Raum kann man sich dann entweder Geld holen, 1er oder 2er. Man kann sich Diamanten holen, man kann sich Verbesserungen holen. Man kann sagen, man gibt einen Raum, wo man die Schachtel drehen kann, zum Beispiel. Es gibt Steine, wo man sich von dem Brett hier eine Aufrüstung holen kann, zum Beispiel neue Goblins zum Schießen oder
auch das Totem. Denn das ist ja eine der Möglichkeiten, um zu gewinnen. Das kostet, man muss unten mal mit dem letzten Teil des Totems anfangen und das auf einem dieser Dächer hier postieren. Und dann wird das quasi im Laufe des Spiels, wenn das dann erfolgreich gemacht wird, immer Stufe für Stufe aufgestellt. Und sobald einer sein ganzes Totem gebaut hat, hat der zum Beispiel gewonnen. Er muss noch eine Runde überleben. Genau, eine Runde muss der noch überleben. Das darf ganz eine wichtig. Runde nicht zerschossen werden. Und dann hat der gewonnen. Ja, und genau, weil wenn es nämlich zerschossen wird, muss man gerade an der Stelle ergänzen. Das ist wohl so. Und zerschossen heißt, es ist runtergefallen. Also mindestens ein Teil ist mindestens irgendwie runtergefallen. Eins. Dann verliert man ein, also das oberste, was man schon gebaut hat, und muss es wieder zurücknehmen. Muss man sie wieder neu kaufen. Aber die anderen darf man stehen lassen. Ja. Dann hat man diese Diebe zum Beispiel, die man, sobald die einmal in der Burg sind, die werden dann hier auf die Dinger draufgestellt. So, die werden also nicht geschossen, sondern die werden platziert und die bringen einem, immer solange sie da stehen, immer einen Diamanten pro Runde, aber die können natürlich runtergeschossen werden und dann muss man sich die auch wieder neu kaufen und dann gibt es halt diesen Goblin-General, der dann halt sehr groß und sehr schwer ist. Wer den König runterschießt, der bekommt auf jeden Fall bekommt Sonderpunkte zum Schluss und auch immer noch einen Edelstein. Oder bekommt 5 Edelsteine in dem Fall, oder wenn er hier reinfällt, nochmal 3 Edelsteine. Ja, und das geht so lange, bis einer entweder sein Totem durch hat, oder, was war die andere Siegbedingung? Wenn man eine gewisse Anzahl an Edelsteinen hat. Oder so, genau, glaub, je nach Spieleranzahl. 5 von den großen oder irgendwie, ja, das sowas. Waren relativ viele. Ja, das gucken wir mal nach. Eben schnell in die Regel. Spielende. Totem hat. Oder wenn nur ein einziger Spieler die Diamanten-Siegbedingung erfüllt hat. Die ist wahrscheinlich je nach Spieler. Ach so, und das ist dann, hast du 20 Diamanten im Spiel zu zweit, 25 Diamanten im Spiel zu dritt oder viert. Ah ja, siehst du, deswegen 5 von denen. Ja. So, und das ist jetzt, ich sag mal, eine relativ hektische Sache, die natürlich sehr schön aufgemacht ist, die aber in den Runden, in denen ich es probiert habe, und es ist ja hier ab 8 angegeben, also habe ich es auch mit Kindern und Jugendlichen ausprobiert, was aber kaum funktioniert hat. Und das hat mehrere Gründe gehabt, dass die Grundidee ist super, das Katapultieren ist super, aber dann geht es dann nämlich schon los, diese Dächer zum Beispiel, das sind dann diese kleinen Details, das die sieht es man doof hier machen. Schon, ne? Die sitzen nicht drauf. Hier. Manche sind total fest, das Dach hier zum Beispiel ist total super, so wie es sein soll, aber das rutscht andauernd raus, das da hinten geht gar nicht, und die sind ja extrem wichtig, dass die fest liegen, damit die Diebe da permanent drauf liegen und damit das Totemboot gebaut werden kann. Weil wenn man da ein blödes Dach erwischt, dann hat man keine, also dann kann man ja viel einfacher runtergeschossen werden. So, oder es fällt auch einfach so zusammen. Dann muss man natürlich seine Goblins rausholen und das, was sie hier erwischt haben, und damit haut man, ohne dass man es will, auch schon. Jedes Mal haut man diese Dächer runter. Und noch schlimmer ist es, wenn man hier den rein König muss, da rausholen muss. Das ist fast unmöglich. Also das macht halt total keinen Spaß. Ja, weil das dauert länger, Ewigkeit, diese Phase, als das eigentliche Schießen. Das Rausfummeln. Man kommt sich auch so dämlich vor, wenn man das, man versucht schon vorsichtig zu sein. Aber also warum man nicht gesagt hat, warum das Zeug da drin, wir haben das hinterher rausgeholt. Wir haben das rausgeholt und daneben aufgebaut und dann nach Raum immer geguckt. Und das war dann, aber es ist trotzdem, du musst ja auch die Goblins wieder rausholen. Man muss die Goblins rausholen. Ja. Und das klingt eigentlich total nett, dass du hier die, mit den Dieben, auch mit dem Dicken, dass der so ein bisschen mehr kaputt oder Zerstörung bereiten kann. Eigentlich ist das eine total nette, witzige Grundidee. Aber Was mich auch noch ein bisschen stört, ist diese Stoppregel. Mhm. Weil du kannst dir ja mehr Goblins kaufen. Ja. Und, wenn dann einer nämlich nicht mehr Goblins kauft und der so halbwegs treffsicher ist, dann schießt er zweimal und ruft Stopp. Mhm. Und wenn du dir dann 4, 5 Goblins gekauft hast zum Schießen, hast du gar nicht die Chance, das zu schießen. Also klar, wenn du mehr als 2 bist, dann müssen immerhin 2 Stopp rufen. Da ist es dann so, wenn du der Einzige bist, der mehr gekauft hat. Wir haben es aber auch oft einfach zu zweit gespielt und da war es dann... Dann hat dann irgendwann niemand mehr die Dinger gekauft, weil sobald einer angefangen hat, hat er dann gesagt, nö, ich schieße jetzt schneller, du hast jetzt dein Geld zum Fenster rausgeschmissen, weil du schaffst eh nicht die 3 zu schießen. Ja, verstehe. Und das finde ich dann so ein bisschen doof. Also was
Ja. Ich verstehe wahrscheinlich, wenn einer ganz schlecht ist, warum sie das gemacht haben, damit der auch irgendwann zum Ende kommen muss. Mhm. Aber dann hätten sie ja sagen können, wenn der Letzte fertig ist, darf der Vorletzte fertig ist, darf der Letzte jeden nur noch einmal schießen. Genau, zum Beispiel. Und wenn er nicht trifft, kommt der automatisch. Weil so ist es ein bisschen frustig einfach durch diese Stoppregel. Ja. Oder man sagt halt generell, man darf Rohrkrepierer eben nicht neu schießen und jeder darf einmal alle schießen. Ja. Fertig. Wäre auch gegangen. Hätte ich viel besser gefunden. Ja. Also es gab ja mal, was hatten sie von hoch, zum Beispiel Kiwi? Mit den kleinen Flying Kiwis, ja. Mit diesen Schnipsbändern und so. Das war cool. Da hatte man keinen Aufbau und nichts, da musste man nur gucken, die man von oben sieht und so. Das war halt schnell und witzig. Wie gesagt, das, was sie eigentlich erreichen wollen, so eine Burg anzugreifen, die zu berauben und das den ist König, cool, ja. Das ist super. Super, super Idee. Aber die Umsetzung. Ja, und es ist auch ein bisschen. Wenn man es dann länger nicht gespielt hat, das haben wir jetzt auch gemerkt, wie war das nochmal mit der Siegbedingung? Was können die Einzelnen nochmal? Ja. Wie war das nochmal genau mit dem König? Mit diesem Plättchen? Das sind so Sachen oder auch manche Räume. Was durfte ich nochmal? Ja. Die meisten Räume sind klar, wenn du nur so Münzen rauskriegst. Aber ja, es waren halt immer so Kleinigkeiten, die dann so, da merkt man dann, dass es nicht so flüssig geht für so ein fluffiges Spiel. Mhm. Ne, im Expertenspiel, dass man da was nachgucken muss, ist klar. Ja, klar. Aber bei so einem, was du eigentlich nur aufmachen und losspielen willst, dafür ist es zu viel. Ist auch so zu viel Details. Und, ja, das ist wohl so. Nun ja. Ja, also vielleicht hat es ja doch einen interessiert, so von den Zuschauern. Aber uns, muss ich sagen, wir sind damit durch. Ja. Aber noch nicht mit der nächsten Kategorie. Genau, eine gibt es noch. Jawohl. Und da gehen wir mal hin, was? Ja. Juhu. Ja, dann reisen wir jetzt in ferne Länder und schauen uns die fernen Gebräuche an. Einmal mit Hashi und einmal mit Fiesta Mexicana. Und dann fangen wir mal mit Hashi an. Genau. Jeffrey D. Ellis erschien beim Nürnberger Spielkartenverlag und basierend auf den sogenannten Brückenrätseln, die da heißen Hashi Kavekoko, Hashi Kavekaka. So etwa so? So heißen die. Ich habe versucht, es mir auswendig, es hat nicht geklappt. Und jeder bekommt so ein Tableau. Und das ist ein Solospiel für mehrere Leute. Nennen wir es mal, mit ein bisschen schneller sein als andere, sagen wir es mal. Man sieht hier unten, welche Karten alle im Spiel sind. Und damit jedes Spiel auch ein bisschen anders ist, werden alle Karten gemischt und eine davon kommt unbesehen raus. Damit man also keiner weiß, welche draußen ist. Und dann so kommt die weg. Und das Spiel ist total simpel. Es geht, wie in diesem Brückenrätsel, geht es darum, auf die Inseln Zahlen zu malen. Es geht von den Werten 1 bis 6. Und dann die Inseln mit Brücken, also mit Strichen, zu verbinden. Sobald eine Insel genauso viele Brücken oder Striche erreicht wie die Zahl, die da drauf ist, ist die Insel gewertet, wird eingekringelt und dann kommt so, so und so. In dem Fall 3 Brücken, also wird sie eingekreist und ab dem Zeitpunkt dürfen zu dieser Insel auch keine Brücken mehr führen oder weg. Die Anzahl da ist ab jetzt unverändert. Und man möchte natürlich sehr, sehr viele Inseln mit diesen Zahlen und einkringeln, denn jede Insel bringt zum Schluss des Spiels schon mal pauschal 2 Punkte. Man möchte das aber auch nach einem bestimmten Muster machen, denn es gibt Inseln, die sind mit roten Fahnen versehen und es gibt Inseln, die sind mit blauen Fahnen versehen. Und wer da zuerst diese Inseln alle bewerten konnte, oder hier die roten, der erste bekommt 9 Punkte. Und der zweite und alle anderen, die es danach noch schaffen, 5 Punkte. Genauso wie mit den blauen Inseln. Da bekommt der erste 7, alle anderen nochmal 3 Punkte. Und wenn man es schafft, 6 Inseln nebeneinander zu haben, die alle gewertet sind, da darf keine freie mehr zwischen sein. In einer Linie oder so. Der erste, der es schafft, bekommt 8 Punkte. Alle anderen, die es danach schaffen, noch 4 Punkte. Und wie geht es? Total einfach. Man startet erstmal bei einer Insel, kann man die Zahl 1, 2, 3 oder 3 oder 4. Einmal 3 und bei einer anderen 4. Genau, und bei einer anderen 4. Und dann, und zwar eine Insel ohne Fahne, das ist wichtig am Anfang. Und danach wird eine Karte aufgedeckt. Und die werden getauscht.
Ach genau, und die Bretter werden genau, am Anfang also direkt nochmal... Also ich schreibe dir praktisch eine 2 und eine 4 und du mir. Oh, genau, so. Und dann wird die erste Karte aufgedeckt und dann muss man die mal von oben nach unten machen. So, man kann aber auch sagen, wenn ich jetzt das obere nicht machen will, dann kann ich auch nur das untere machen oder umgekehrt. Man kann auch ganz drauf verzichten. Genau, aber wenn, dann muss man es, wenn man beides macht, muss man zuerst das obere machen und dann muss man das untere machen, nicht umgekehrt. Und wenn man sich dafür entschieden hat, Brücken einzuzeichnen, müsste man auch drei. Auch genau in du dem nicht drei, nur eine von drei genau. einzeichnen. Ja. Man muss es genauso machen, wie es draufsteht oder ganz drauf verzichten. Ja. Und in dem Fall wäre es jetzt halt, ich schreibe auf eine Insel die Zahl 5 und danach kann ich drei Brücken malen. Und zwar auch, wie ich das möchte gerne. Aber, und das ist das Schwierige, man darf erst in die Inseln mit Fahnen, die sich natürlich sehr lohnen, weil die Punkte versprechen, darf man erst reinzeichnen, wenn da schon eine Brücke hinführt. Wenn die so ganz für sich einzeln steht, dann darf man da keine Zahl reinschreiben. Also hier zum Beispiel wäre es jetzt erlaubt. Das wäre erlaubt, weil da führt schon was hin, aber hier, hier, hier oder hier zum Beispiel noch gar nicht. Und dann darf man drei Brücken irgendwie malen. Auch nicht ganz irgendwie. Nein, sondern es dürfte zum Beispiel, ich dürfte jetzt nicht einfach, es muss immer von einer Insel weggehen, die, wo eine Zahl ist. Genau. Ich darf nicht einfach zwei leere Inseln miteinander verbinden. Was auch nicht mehr ginge, selbst wenn hier jetzt eine 2 drin wäre, das war mal eine tolle 2, so eine 2 drin wäre, dann dürfte ich diesen Weg schon nicht mehr gehen, weil sich die Brücken auch nicht kreuzen dürften. Das heißt, mit dieser Entscheidung von da nach da zu malen, habe ich diesen Weg schon mal dicht gemacht. Und wie man sieht, gibt es einige Kreuzungspunkte, wo man sich entscheiden muss, okay, in welche Richtung gehe ich da jetzt? Genau, und pro Strich dürfen auch nur maximal zwei Brücken sein. Genau, jede Verbindung ist maximal 2 Brücken zwischen den Inseln. Deswegen ist hier zum Beispiel eine 5 einzuzeichnen total schwachsinnig. Weil hier geht ja schon nichts mehr rüber. Ja, oder auch generell. Hier kann man maximal 4 Brücken überhaupt abzeichnen. Die Karte, die gezogen wurde, kann man sich natürlich hier unten zur Übersicht schön abkreuzen, damit man sieht, was ungefähr noch übrig bleibt. Bei einer weiß man ja nicht. Eine ist hier raus. Und auf diese Weise zieht man immer eine Karte, alle machen das und so weiter. Einer sagt irgendwann, ich habe alle roten gewertet, also kriegt er 9 Punkte. Ich habe alle blauen gewertet, also kriege ich 7. Ja, und dann sind alle Karten durch. Oh. Es gibt noch eine Regel, ja, bitte, die ich ein bisschen, sag mal, was hab ich vergessen? Bescheuert finde, die ist gar nicht so wichtig, aber man gespannt. Darf hier nicht mal den Stapel durchgucken. Das stimmt, heißt, ja. Wenn man vergessen hat, irgendwann konsequent abzukreuzen, dann hat man Pech gehabt oder man guckt halt bei den anderen, was haben die abgekreuzt. Stimmt, ja. Finde ich, also was habe ich gar nicht mal dran gedacht, weil ich mache die, da bin ich tatsächlich mal immer sehr diszipliniert und streiche immer diese Karten ab. Ja, man muss sich da auch disziplinieren, aber es wäre jetzt auch nicht dramatisch, wenn einer sagt, hier, ich habe vergessen, mir eine abzukreuzen, kann ich ja mal nachgucken. Ja, ja. Aber naja, gut, ist wahrscheinlich auch wegen der japanischen Tradition. Die sind da ja streng. Ja, wahrscheinlich. Na, das muss man mal sagen. Genau, und es gibt 2 Inseln. Ja. Die eine ist sozusagen die Anfängerinsel, die hat ein bisschen weniger kleine Inseln und ein bisschen weniger Verbindungen. Ja. Und, oder ich weiß gar nicht, ob es weniger sind. Auf jeden Fall, hier gibt es mehr Verbindungen. Mehr Kreuzung auch vor allen Dingen. Ja, ganz viel mehr Kreuzung. Weil hier ist man, das merkt man, wenn man die spielt, sind trotzdem gleich viele Karten drin. Mhm. Da ist man frühzeitig, kommt der Moment, wo man sagt, ich kann gar keine Brücken mehr einzeichnen. Mhm. Oder ich kann gar nichts mehr einzeichnen. Ja. Ich bin eigentlich mit meinem Ding fertig. Oder ich warte jetzt nur noch auf die 1, zum bis Beispiel. Die kommt. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Während man hier dann auch schon, also bis zur mindestens vorletzten Karte, wenn ich glaube, bis zur letzten, noch Sachen einzeichnen. Das ist richtig. Und ansonsten ist das ein Solospiel, was man mit mehreren spielen kann. Es hat wenig Interaktion, bis auf ich bin der Erste bei diesen 3 Bedingungen. Alle grübeln vor sich hin und grübeln muss man auch wirklich. Man kann sich selber so viele Fallen stellen, unbewusst, oder weil man halt nicht noch die Sekunde länger nachgedacht hat. Man muss aber trotzdem auch bei den anderen immer mitkontrollieren, weil man, wenn man das erste, zweite oder dritte Mal spielt, trotzdem einfach aus, ja, weil man nicht dran gedacht hat, so viele Fehler machen kann. Es ist sehr fehleranfällig. Sehr fehleranfällig. Und da müssen alle miteinander schön aufeinander aufpassen. Also insofern ist es dann auch doch wieder kooperativ. Aber es ist, also mein Gehirn ist so kurz vor Aufgabe, aber es macht es noch mit. Also es ist schon so teilweise, dass mein Gehirn, okay, dann muss ich da, dann darf ich das nicht vergessen, das. Dann klopft es irgendwann von innen an und sagt, nicht noch mehr nachdenken, musst du jetzt machen, zeichne die Brücke und gib mir Pause. Ne? Und dann sage ich, okay, aber ich finde es doch, irgendwie hat's was.
Also bei Stefan und mir ist das so, wir sind beide relativ gut in sowas. Ja. Und bei uns gingen die letzten Partien immer unentschieden aus. Weil wir haben immer gleich viele Inseln. Einer hat die roten, der andere die blauen zuerst, weil man guckt, worauf fokussiert sich der andere. Gut, dann macht er das andere. Und die 6 Inseln haben wir meistens tatsächlich gleichzeitig, weil wir mit den ersten Karten, die kommen, immer erst gucken, dass wir diese 6 Inseln haben. Und dadurch haben wir bis auf 4 jeweils die unterschiedlichen Punkte, wo aber die Differenz genau 2 ist bei beiden, beziehungsweise also 4 zwischen dem ersten und dem zweiten, dadurch hebt sich das wieder auf, ja. Nach 2, haben wir die gleiche Punktzahl. Und dann geht das Ding immer unentschieden aus. Ja. Weil wir ja die gleichen Voraussetzungen haben. Ja. Also, obwohl wir ja unterschiedliche Inseln beschreiben, haben wir doch so ein ganz ähnlich effizientes Entwickeln dieser Inseln. Und dadurch war es für uns schon so, sag ich mal, also die erste Partie war spannend, das war neu, war oh Gott, ach, jetzt habe ich mir das verbaut, weil ich den Weg da gemacht habe, dann kann ich da ja gar nicht mehr. Dann so Fehler passiert. Die zweite war so schon etwas besser, also sind weniger Fehler passiert, man kam ein bisschen besser rein, war aber noch spannend. Und ich glaube sogar schon ab der dritten Partie hatten wir immer, also annähernd die gleiche Punktzahl oder die gleiche Punktzahl. Ja. Und dann hat sich das ausgelutscht. Also jetzt brauche ich auch nicht mehr spielen, weil jetzt ist für mich immer das Gleiche. Ich würde auch mit der A-Seite zum Einsteigen da spielen. Ja. Ich würde relativ schnell auf die B-Seite wechseln. Zu zweit kann ich mir das richtig vorstellen. Auch alleine kann ich es mir auch richtig vorstellen. Ja. Das ist ein Spiel, das lebt länger davon, wenn man es zu dritt oder viert spielen kann. Ja, wahrscheinlich. Ich habe es bis jetzt immer nur zu dritt gespielt. Mhm. Und deswegen ist es immer noch spannend, so, weil sich dann doch Leute auf was anderes konzentrieren oder so. Aber ich finde es aber interessant, dass man diese Brückenrätsel, die es ja gibt, dass man denen jetzt so ein festes Kleid gegeben hat. Denn normalerweise werden ja, hast du die Kreise mit den Zahlen eingemalt, schon fest drauf. Mhm. Und hier ist das ist halt rückwärts gedacht. Du musst dir das erst alles selber noch erarbeiten. Genau. Ja, aber das ist also für Kniffelfreunde und Rätselfreunde, deswegen steht auch Spiel. Es ist ein Spiel, es ist eine Herausforderung, es ist ein Rätsel. Ja. Und das, so muss man es auch betrachten. Genau. Es ist so ein Permanent-Rätsel. Und super Stifte dabei. Ja, da sehr gute Stifte. Wie immer. Ja. Vom NSV. So, das machen sie ja sowieso immer gut. Ja. Die Qualität von NSV-Sachen. Immer tippitoppi. Auf jeden Fall. Das war also jetzt ins Land der aufgehenden Sonne. Kommen wir jetzt ins Land des aufgehenden Burritos. Genau, und zwar zu Fiesta Mexicana. Das erschien im Hochverlag von Christian Fiore und Knut Happel. Die kennt man ja auch schon. Genau, die haben auch schon viel, auch gemeinsam schon viel gemacht. Ich glaube, fast alles machen wir immer gemeinsam. Ja, so richtig. Ist ab 8 Jahren bis 99, also 100-Jährige dürfen nicht mehr spielen. Ja, dann. Und 2 bis 4 Spieler und dauert etwa eine halbe Stunde. Das kommt doch hin, würde ich sagen. Das kommt hin. Es ist ein Beatspiel mit einem, wie ich finde, ganz spannenden Beatmechanismus. Ja. Auch hier haben wir zwei Seiten, die sich so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite, die sozusagen eher für die ersten Partien ist, da haben wir schon am Anfang so vorgegebene Speisen. Die haben dann hier diese Links drauf. Ja. Und die richten wir uns dann da schon mal so ein. Ja, mache ich auch mal hier und hier sowas. Genau. Ja. Und beziehungsweise man muss die, glaube ich, sogar so, dass die genauso wie das, dass die Lamas da, genau, die Piñatas hoch, und dann müssen die auch so, dass das gerade ist. Und auf der Rückseite hat man eben noch gar nichts. Ja. Aber man hat immer so ein paar Felder, die, wenn man am Ende des Spiels da nichts drauf ersteigert hat, die dann Minuspunkte bringen. Ja. Und das Spiel funktioniert eigentlich total simpel. Einer ist dran und deckt hier die oberste Karte auf. Wir haben immer hier bestimmte mexikanische Speisen und ein oder mehrere Dips am Rand. Ich zeig mal, hier sind zum Beispiel, es gibt 4 verschiedene Dipsorten. Mhm. Hier werden jetzt jede Sorte einmal. So, und zwar aber Aioli, Guacamole, der Bohnenmix und gekochte Bohnen. Genau. So. Und es ist immer ein halber, genau das wollen wir erreichen. Unter anderem eben die Dips passend zueinander zu legen. Und es gibt eben auch verschiedene Arten von Speisen. Zum Beispiel hier noch. Es gibt noch die leckeren Pepperonis. Und jeder hat noch 3 private Ziele.
Und die da werden auch am Anfang, hat man eine Wahl aus ein paar und kann Beispiel eben sowas. Drei behalten. Und man muss aber drei unterschiedliche nehmen, weil es gibt verschiedene Typen. Hier zum Beispiel, dass man mit den Dips was machen muss, ja. dass man eine von einer Sorte am Ende die meiste haben muss. Oder er und zum Beispiel hier. Genau, dass man von einer bestimmten, möglichst viele von einer bestimmten Sorte sammelt. Mhm. Das sind, glaube ich, die drei Arten, die es gibt. Und man sucht sich da eben. Nee, das gibt noch hier, das gibt noch diese eben. Es gibt das immer eben männlich und weiblich, nämlich. Richtig. Und hier, dass man drei gleiche nebeneinander haben muss in einer bestimmten Konstellation. Oder in so einer Konstellation. Genau, und hier dürfte man zum Beispiel nicht die beiden behalten, sondern nur entweder den oder den, weil es eben von der gleicher Typus ist. Und da kann man sich dann eben drei geheim behalten. Mhm. Man darf die später im Spiel auch abschmeißen, wenn man merkt, kann ich eh nicht mehr erfüllen, um sich eine Karte zu sichern bei der Ersteigerung. Weil jetzt kommt das eigentliche Prinzip, wie wir Karten ersteigern. Ja, dann nehme ich schon mal den, schiebe ich das schon mal aktionistisch vor mich. Ja, gut, du hast jetzt da schon zwei, das ist ja gut. Also ich würde jetzt die Karte aufdecken und muss jetzt sagen, wie viel ich biete. Und wie viel ich bieten kann, das bestimmt mein Tableau. Am Anfang kann ich zwischen 1 und 16 alles bieten. Weil die Zahlen, die ich gerade sehe, aufrecht sehe. Ja, du kannst jetzt aktiv nicht 6 bieten und du kannst auch nicht 11 bieten, weil die beiden sind bei dir schon belegt. So, ich sehe jetzt, dass es diese Speise, vielleicht hilft mir die für mein Ziel, dann wäre sie für mich attraktiver, vielleicht auch nicht. Die ist 3 Punkte wert, wenn ich sie ersteigere. Die kann mir auch keiner mehr nehmen und hat aber keinen Dip. So, dann würde ich jetzt vielleicht mal anfangen und sagen 8. Ja, ich würde gucken, passt das bei mir irgendwie rein? 3 Punkte sind natürlich super, aber kein Dip. Aber ich würde mal 12 bieten. Genau. So, jetzt sage ich, ja, nimm halt. Okay. Jetzt hast du es ersteigert. Und jetzt kommt das Besondere, du musst es jetzt auf das 12er-Feld legen. Ich muss es da hinlegen, wofür ich geboten habe. Genau. So. Aber ich kann dann den Tisch in einer beliebigen, entweder drehe ich den so rum und habe jetzt die Bietmöglichkeiten 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter. Oder ich drehe es in die andere Richtung. Genau, aber du darfst nur dann drehen, wenn du es nicht ersteigert hast. Ach so, Entschuldigung. Was hab ich da? Wenn ich das ersteigert habe, muss ich es so liegen lassen. Genau. Der es ersteigert, muss es so liegen lassen. Ja. Deswegen, wenn du es auf der 16 ersteigerst, dann kriegst du es ja sicher, wenn du 16 bietest. Aber dafür, alle anderen dürfen drehen, aber du nicht. Ach, ja, und dann ist deine 16 belegt. Bin ich bescheuert? Ja, natürlich. Was red ich denn da? Manchmal hat man so. Mein Gott, das bin ich natürlich. Was red ich denn da für einen Mumpitz zusammen? Und der ersteigert hat, der macht dann auch weiter, deckt die nächste auf. Und du könntest jetzt wieder was sagen. Deine 16 ist jetzt zum Beispiel belegt. Wäre weg, ja. Aber das heißt, ich habe auf jeden Fall, ich weiß, wenn ich den ganz, ganz dringend bräuchte, könnte ich den auf jeden Fall mit der 16 ersteigern. Aber du willst den vielleicht zum Beispiel für die 10 haben, damit der Dip sich schön, damit ich hier. Können wir mal gerade als Beispiel machen. Wenn du ihn denn dann ersteigern willst, du würdest jetzt 1 Punkt kriegen für die Karte. 3 Punkte, weil du einen Dip vollendet hast, also 4. Ja. Aber ein Dip, den hast du zerstört, der passt nicht, da kriegst du einen wieder abgezogen. Ja. Also kriegst du 3 Punkte für die Karte. Genau, und so spielen wir, bis einer sein komplettes Tableau voll hat. Ja. Und das finde ich vom Beat-Mechanismus her sehr, sehr spannend, weil man eben dadurch, wer es nicht ersteigert hat, drehen kann. Dadurch werden wieder hat man wieder die Möglichkeit, attraktivere Felder. Der es nicht ersteigert hat. Ja. Das vergisst du nie wieder. Mein Gott. Man wieder die Möglichkeit, attraktivere Felder frei zu kriegen. Natürlich. Und man möchte ja vielleicht auch hier zum Beispiel, dass man 4-mal das Gleiche, das hört sich super einfach an, ist so schwer. Total schwer. Ist so schwer zu erreichen, wenn man dann da schon hier so 2 ersteigert hat. Und dann ist aber hier schon die 12 und die 16 weg. Dann schaffe ich es vielleicht noch den. Aber dann auf einer 11 einzukriegen. Mit einer 11 den zu kriegen. Ah, ja, da muss man schon so ein bisschen Glück haben, dass die anderen das nicht brauchen oder so einen guten Zeitpunkt erwischen. Ja. Und es gibt auch relativ viele verschiedene Essen. Also, dass überhaupt 4-mal das Gleiche kommt, ist gar nicht so selbstverständlich. Aber das ist halt super, dass man die dann sagt, wenn man nicht mehr kann, weg damit und das reserviere ich mir. Genau, wenn dann nämlich zum Beispiel der 4. da liegt. Ja. Und ich habe eine andere Aufgabe, wo ich weiß, die habe ich eh nicht mehr. Kann ich die andere Aufgabe wegschmeißen, um mir diese Aufgabe so zu sichern, dass sie mir eben dann, dass ich dann auch die 6 Punkte kriege. Was super ist, hat man es gespielt, reicht diese Übersicht im Grunde, um es zu spielen, wo auch steht, kein Gericht bekommen. Tisch darf nach links oder rechts 90 Grad gedreht werden, wenn man kein Gericht bekommen hat. Ne?
Also, und es steht alles drauf. Ja. Und das finde ich halt, das fand ich super übersichtlich. Ich finde das super interessant, dass es halt kein Geld gibt, sondern man sich je nach Drehen, also hier hätte ich noch eine 16, um viel zu bieten, und hier hätte ich noch eine 16, um viel zu bieten. Und ja, und da auch noch mal eine 16, und dann war es das aber auch. Ne? Genau. Und so. Da muss man immer, also diese 16er, wirklich gut überlegen, wann man die einsetzt. Wie dringend will ich das wirklich haben? Weil irgendwann hat man alle Ecken voll und die anderen vielleicht noch nicht. Und man weiß, irgendwann wird mir das zum Verhängnis werden. Ja. Irgendwann wird mir das wirklich zum Verhängnis. Man kann sehr viele mit den Dips machen, sehr viele Punkte. Genau, sehr, sehr viele Punkte. Richtig, das ist auch schön. Punktelieferant. Schön Stimmung hier mit diesem, mit dem Punkt. Das ist halt dieses Dia de los Muertos. Genau. Der Tag der Toten ist ja in Lateinamerika ein sehr, sehr, sehr großes Fest oder sehr populäres Fest. Und das wird ja immer gern genommen, weil diese Grafik halt sehr speziell ist dafür. Ja, mexikanisches Essen immer gut anzugucken. Ja, ist ungewöhnlich. Also, ich habe es nur zweimal gespielt bis jetzt. Einmal gespielt habe ich es nur tatsächlich. Wollte es auch danach immer mal wieder spielen, weil ich es eigentlich ungewöhnlich fand. Aber die Runde, mit der ich das gespielt hatte, die hatte dann immer Lust auf irgendwas anderes. Also aus irgendeinem Grund fanden zwar alle nett, aber irgendwie hat dann immer das bisschen mehr gefehlt. Vielleicht muss ich die einfach zwingen, das nochmal zu spielen. Und ich würde es gerne nochmal ausprobieren. Ja, also ich finde, es ist mal ein Beat-Mechanismus, der auch zu zweit sehr gut funktioniert. Das ist sehr außergewöhnlich. Ja. Zu viert dauert es mir zu lange, weil da muss ja trotzdem einer alle 16 ersteigern, beziehungsweise wenn man die andere Seite nimmt, 14, weil zwei hat man ja schon. Da dauert es recht lange und ist dann vielleicht für das, was man eigentlich tut, dann doch ein bisschen viel. Zu zweit spielt sich das flotter. Da finde ich das von der Länge her okay. Und ich weiß, was du meinst, weil jedes Mal, wenn ich es wieder spiele, denke ich so, ja, ist eigentlich ein schöner Mechanismus, aber dann am nächsten Tag greife ich auch eher zu einem anderen Spiel. Ja. Also es ist sowas, das macht überhaupt nichts falsch und funktioniert gut und macht auch mal Spaß, aber es ist jetzt nicht so, weil es dann doch irgendwie immer das Gleiche ist, hat es nicht diesen, oh, ich will noch mal eine andere Taktik heute das ausprobieren. Das ist es halt, ja. Oder ich will da, an der Stelle habe ich letztes Mal einen Fehler gemacht, das muss ich optimieren. So genau ist es so nicht, ist weil es. Im Endeffekt ist die Master-Taktik hier, nimm, wenn du kriegen kannst. Ja, nimm und mach deine Dips voll. Genau. So, nimm, und weil oft ist es so, dass man, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, so zögerlich ist und sagt, das passt mir gar nicht so gut rein. Nee, dann lasse ich erstmal. Und dann sieht man irgendwann, oh, die haben alle schon so 13, 14. Ich habe erst 8. Ja. Das ist aber dann gar nicht so schlimm, weil man hat ja dann die höheren Zahlen auf irgendeiner Ebene noch frei, während die anderen das schon voll haben. Das heißt, man kann das dann aufholen. Dann wird es eine Weile geben, wo man selber ganz viel kriegt auf einmal. Aber so richtig taktieren oder so, das kann man da nicht. So mittel. Klar, man kann sich mal einen Platz freilassen für sowas, wo man sagt, okay, da muss später der hin. Die sind aber auch teilweise sehr extrem. Also die sind relativ einfach, ein pro Pepperoni oder so. Aber das hier zu kriegen, die nach speziellen Mustern gehen, uiuiui. Und das sind dann auch relativ wenig Punkte, die man dafür kriegt. Genau, weil man hat für die Anstrengung, die man dafür hat, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, so um die 50 Punkte etwa in dem Spiel und dann ist 6 Punkte wirklich nicht so viel. Da ist das nicht so viel. Da kann man auch mal drauf verzichten und sagen, da reserviere ich mir lieber eine Karte, die viele Dips vervollständigt. Ja, aber so wie du sagst, immer mal wieder mitspielen will ich das auf jeden Fall, weil es dann doch eben vom Bieten her sehr außergewöhnlich und sehr, es ist ein wohlwollendes Bieten. Und das gefällt mir. Man verliert halt nichts physisch, im Sinne von, man muss es abgeben und sieht sein Reichtum schmälern, sondern es füllt sich ja. Und das ist so ein psychologisches Ding. Ja, und man kommt auch nicht in dieses, sonst hat man bei Beatspielen oft so, ich bin jetzt pleite, ich kann jetzt erstmal nicht mitbieten. Ja. Das passiert hier nicht, weil in dem Moment, wo du nicht mitbietest, beziehungsweise das nicht ersteigerst, drehst du und schwupps hast du wieder neuen Nachschub an, in Anführungsstrichen, Geld. Ja. Und das ist hier wirklich vom Beat-Mechanismus ziemlich genial gelöst. Also das ist wirklich toll gemacht, nur von der Konsistenz des Spiels, sage ich mal, ist es halt dann eben nur dieses Bieten und nichts mehr. Und deswegen trägt sich das nicht für immer wieder. Nö, das stimmt. Aber es ist durchaus innovativ. Denn auf so, ich habe lange überlegt, woher ich sowas kenne. Ja? Und? Gar nicht. Ja, ich auch nicht. Also ich kannte das von nirgendwoher.
Und da muss ich sagen, an Herrn Fiore und Herrn Happel, Hut ab, weil da ist noch keiner drauf gekommen. Ja. Und falls doch, genial. Bitte sagen, in die Kommentare schreiben. Und wir wussten es beide nicht. Aber das muss ich sagen, ja, vielleicht muss man es einfach doch mal häufiger spielen, um zu gucken. Aber wie gesagt, meine Kollegen, ich hatte es in der Viererrunde und die drei, die dann saßen, waren so, ach ja, Jo. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, man vermutet schon, dass es irgendwann nur noch auf bestimmte Dinge geht. Und man hat dann, es ist nicht so variabel, da hast du schon recht, dass man sagt, oh, jetzt möchte ich das ausprobieren. Denn das gibt es dann eigentlich nicht. Nee, genau. Es gibt nicht mehrere Wege, die man dann nehmen kann. Ja. Und auch die Ziele, ja, ob ich jetzt sowas oder so habe, dann muss ich jetzt nicht meine Strategie anpassen oder so. So ist es, ja. Gut, dann haben wir wieder eine vollgepackte Folge gehabt. Unfassbar. Ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Jawohl, allerdings. Ja, wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Allerdings. Und dann würde ich sagen wir schon tschüss, bis zum nächsten Mal. Immer schön liken und kommentieren und weitersagen und teilen und so weiter. Und falls ihr gemerkt habt, dass wir gehustet haben oder uns versprochen haben, dann dürft ihr das alles mit einem roten Stift auf eurem Monitor anstreichen. Tschüss.